Das, meine werten Damen und Herren, werden wir heute den ganzen Tag machen, denn das wird nämlich Plants vs. Zombies sein. Ja, das ist tatsächlich das, was wir vorhaben. Meine werten Damen und Herren, ein sehr altes Spiel und ich habe hier schon meinen Namen eingegeben. Da steht Roman und ich kann jetzt tatsächlich einfach hier auf Start Adventure drücken und schon kommt da eine riesige Hand raus. Es geht nämlich darum, tatsächlich mit Pflanzen gegen Zombies zu kämpfen, ne? Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und ich glaube, das kann recht witzig werden, weil das hier nämlich die PC-Version ist und die ist noch mal ein bisschen brutaler. Okay, das ist mein Zuhause. Romans Haus. Und da sind die Zombies, die wir angreifen müssen oder wie auch immer. Da kommt jetzt ein Rasen raus und wir müssen jetzt einfach so eine Pflanze hier nehmen und einfach dahin platzieren. Ich kenne dieses Spiel schon, weil ich das vor langer Zeit schon mal gespielt habe und ich wollte unbedingt mal wieder eine Runde spielen und wir müssen die ganze Zeit so Sonnen sammeln, okay? Die Sonnen müssen wir immer durchsammeln und dann können wir uns gleich nochmal eine Pflanze holen. Das heißt also, wir können uns mit diesen Pflanzen dementsprechend auch beschützen und die können nämlich genauso wie ich gerade im Intro geschossen habe, können die auch schießen. Und das sorgt nämlich dafür, dass wir ankommen gegen die Zombies. Das bedeutet, wir müssen also die Zombies mit unseren Körnern abschießen, damit wir hier durchkommen und natürlich sicher ans Ende kommen, beziehungsweise unser Haus beschützen. Denn unser Haus kommt tatsächlich nicht von schlechten Leuten. Und wir nehmen nochmal eine dritte hier dran. Jetzt haben wir nochmal mehr Power. Und jetzt kommt die finale Wave schon. Das ist natürlich das erste Level. Ich würde sagen, das ist hier eine simple Sache. Dementsprechend können wir hier nochmal ganz gemütlich unsere Sonnen sammeln. Und ich glaube, heute wird hier keiner mehr an unserer Tür klopfen, okay? Das gibt aber dafür die nächste Sonnenblume, die wir freischalten können. Und zwar ist das nämlich eine Sonnenblume, die uns die Sonnen, die wir brauchen, um neue Pflanzen zu bekommen, müssen wir diese Sonne platzieren, weil die ist nämlich ein Generator sozusagen. Sprich also, wir platzieren unseren Generator erstmal hier hinten, ne? Und haben dann schon mal eine Sonne, die schon mal generiert. Das heißt, Sonnenenergie generiert. Das heißt, wir bekommen immer noch Sonnenenergie von oben, können aber Photosynthese betreiben, indem wir sozusagen diese Sonne hier ebenfalls aufstellen. Ich würde sogar sagen, wir investieren in der Hinsicht jetzt einfach mal, dass wir so viele von diesen Sonnen wie möglich sozusagen aufstellen können, um so viele, viele Punkte wie möglich zu bekommen, okay? Ich glaube, solange die Zombies noch nicht kommen, geht es uns in der Hinsicht auch gut. Das einzige Problem bei diesen Sonnen ist, dass die tatsächlich nicht angreifen können. Deswegen sollten wir es vielleicht nicht übertreiben, sondern vielleicht erstmal hier erstmal abwarten, wo der erste Zombie kommt. Und er kommt von oben, deswegen stellen wir dort gleich auch unseren ersten Gegner hin. So, und dann können wir hier gleich schon mal ein paar Sonnen wieder sammeln. Hier kann ich vielleicht sogar nochmal eine Sonne hinsetzen, ne? Weil 4 Sonnen ist auf jeden Fall nochmal krasser. Ich würde mich sogar trauen, noch 5 zu machen, ne? Aber da kommt schon der zweite. Dann würde ich schon mal hier eine wieder hin platzieren. Und dann hier nochmal so eine Sonne. Oh, Baby. Okay, jetzt haben wir insgesamt schon 5 von diesen Sonnen. Und ihr seht, wir sammeln hier auf jeden Fall schon mal in einem anderen Tempo. Das sieht schon mal sehr viel sauberer aus. Ich glaube, in der Mitte kommt gleich der nächste Zombie. Dann müssen wir uns jetzt vorbereiten, aber jetzt sage ich euch, kommen die Punkte rein. Da ist nochmal ein bisschen Punkte, Punkte, Punkte. Da kommen auf jeden Fall viele auf einmal. Dementsprechend sind wir da ganz gut dran, jetzt so viel Sonnenstrahlen wie möglich zu bekommen. Also machen wir immer weiter und immer weiter. Platzieren hier jetzt nochmal eine in der Mitte, damit der in der Mitte schon mal geholt wird. Ich würde sogar sagen, wir können sogar da nochmal eine hinplatzieren. Ich glaube nämlich, dass die, die hinter einem sind, die können trotzdem da durchschießen. Deswegen ist es nicht schlimm von der Anordnung her, wie wir das Ganze positionieren. Deswegen nehmen wir einfach mal hier nochmal eine und haben jetzt eigentlich eine recht gute Armee. Wir haben erst einen da unten. Okay, wir brauchen auf jeden Fall 2 hier unten, ne? Und haben dann 2 in der Mitte, 2 oben und ihr seht, Alter, diese ganzen Sonnenblumen, die helfen uns richtig gut, um hier an Sonnenenergie zu kommen. Wir haben schon fast das ganze Feld voll. Oh mein Gott, der Typ da hat einfach eine Flagge mit einem Gehirn drauf. Ich glaube, der hat Bock auf unser Gehirn. Okay, okay, ich verstehe, was das hier ist. Ich denke aber, unsere guten Freunde kommen hier gut dran und ihr seht, wir sind bei 175 Sonnenstrahlen. Wir können uns nicht mal einen neuen kaufen, aber unser gesamtes Feld ist schon fast voll. Und da ist sogar noch mal was Neues. Es gibt jetzt tatsächlich eine Kirsche. Eine gute alte Kirsche. Okay, gar nicht mal übel. Damit können wir Zombies explodieren lassen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir probieren es nochmal aus. Ihr seht, die Zombies haben jetzt inzwischen schon andere Hüte auf, okay? Andere Hüte bedeuten andere Lebensweisheiten. Denn ein Hut sorgt nämlich bei einem Zombie dafür, dass er noch schwieriger zu besiegen ist, okay? Das heißt also, wir müssen da ein wenig aufpassen. Wir nehmen hier weitere Sonnenblumen.
Blumen auf jeden Fall mit auf. Brauchen auf jeden Fall erstmal zwei Stück. Ich würde sogar sagen, sogar einen dritten, ne? Können wir gleich mit platzieren. Ich glaube, da kommt... Oh, da kommt schon von oben jemand. Ist nicht schlimm. Wir sammeln hier durch. Dürften gleich nochmal zwei weitere bekommen. Aber da dürfen wir jetzt nicht sparen. Da dürfen wir nicht sparen. Und ihr seht, die Kirsche, die wir übrigens geholt haben, die hat tatsächlich einen Kostenpunkt von 150 Sonnen. 150 Sonnen ist wirklich gar nicht mal so wenig dafür, dass da eigentlich gar nicht mal so viel passiert. Was wir aber auf jeden Fall wieder brauchen, ist ein gutes Kontingent an verschiedenen Sonnenblumen, um so viel Energie wie möglich zu sammeln. Das heißt also, wir investieren jetzt wieder hier auch unten rein und werden jetzt einfach kreuzquerbeet einfach mal immer mal wieder ein paar Sonnenblumen holen, okay? Unten werde ich jetzt nochmal eine hin platzieren. Ich glaube, ich werde das sogar immer so nacheinander machen. Wisst ihr, wie ich meine? Leider kann man die nicht umplatzieren, sodass wir da halt eben nicht die Möglichkeit haben, ja, wie soll ich sagen, das ein bisschen sauberer zu machen. Aber ist nicht schlimm. Wir sammeln jetzt auf jeden Fall. Dann können wir hier nochmal einen hin platzieren. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Sonnen. Damit dürften wir jetzt auf jeden Fall genug sammeln. Und ich glaube sogar, dass wir vielleicht in der finalen Runde können wir uns dann auch mal eine Kirsche holen. Weil hier brauchen wir jetzt sozusagen mehr Sonnenenergie, um mehr Kirschen sozusagen freizuschalten. Und dann können wir in der Hinsicht ein bisschen crazier spielen. Ich werde jetzt mal nur auf Pflanzen spielen. Das kann eigentlich ganz witzig werden. Dann werden wir richtig viel Energie haben. Es sieht so aus, als ob uns dieser Zombie da angreifen wird. Oh mein Gott, das sind die mit den Hüten. Nein! Er frisst eine Pflanze von mir. Oh nein. Ich platziere hier eine Kirsche hin. Oh mein Gott, Alter, den Typen haben wir komplett zerfetzt. Okay, okay. Wir bekommen Punkte rein. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Power hier. Hoffentlich kriegen die den da kaputt. Das sind ja erst zwei. Oh nein. Ich brauche wieder Sonnenenergie, um hier was platzen zu lassen. Ne? Oh Leute, das kann ganz schön knapp werden hier. Da kommen jetzt zwei auf einmal. Ich glaube, die haben den hier gleich. Okay, nice Sache. Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Wir bekommen auf jeden Fall ordentlich Energie. Ich werde auf jeden Fall sparen, 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 bis die letzte finale Runde kommen wird. Und da werden wir auf jeden Fall eine weitere Cherry Bomb verwenden, okay? Okay, wir haben nämlich jetzt schon 425. Oh mein Gott, das ist viel zu viel. Okay, eine riesige Welle an Zombies kommt. Da werde ich jetzt meine Kirsche bereithalten. Und jetzt passt auf, Leute, das wird gut. Okay? Okay, okay, okay. Wir haben viele Sonnen, die da liegen. Viele Zombies kommen. Ich platziere die Kirsche. Oh! Alle auf einmal geholt. Oh, Junge. Okay. Das, meine werten Damen und Herren, war tatsächlich mit guter Taktik gespielt. Einfach mit einer Kirsche alle getroffen. So, das hier ist eine Nuss. Und die Nuss können wir dafür verwenden, um zu tanken, okay? Das heißt also, das ist unser Tank in diesem Spiel. Und ein Tank in einem Spiel ist ja grundsätzlich dafür da, dass er Damage tanken soll. Sprich also, er nimmt den Schaden auf, ohne sozusagen viel Schaden zu bekommen, kann viel aushalten, kann aber keinen Schaden machen. Dass wir sozusagen ihn dann benutzen können als Schutzschild und unsere anderen hinteren Leute, die können wir dann dementsprechend anders aufbauen. Wie ihr übrigens jetzt auch gemerkt habt, wir haben jetzt mehr von diesen Teppichen hier alle am Start. Das bedeutet also, dass wir jetzt hier ein wenig mehr Platz brauchen, um hier durchzukommen. Ich werde jetzt erstmal hier ein Schussding hin platzieren, damit das hier nicht zu nah wird. Übrigens, das Problem ist tatsächlich, wenn wir hier nicht gut genug spielen, wird irgendwann ein Rasenmäher auf uns losfliegen und dafür sorgen, dass wir dann dementsprechend diesen Reich sozusagen hier verlieren. Also der wird unseren Rasen dann dementsprechend zerstören. Und das wollen wir nicht. Deswegen sollten wir da aufpassen. Zum Glück sind das nicht die Zombies mit den Hüten. Weil wenn der nämlich jetzt einen Hut auf hätte, wäre eine ganz kritische Situation, okay? Ich glaube, mit einem einzigen Schießding würden wir das hier nicht schaffen. Ich würde aber allerdings ausprobieren, eine Nuss hier mal hinzuplatzieren, um zu gucken, was denn passiert, wie lange ein Zombie eigentlich braucht, um eine Nuss zu verspeisen, ne? Kann mir aber dementsprechend hier schon mal was hinplatzieren. Ihr seht aber, das Essen an sich, ja, das dauert auf jeden Fall lange bei denen. Das bedeutet, unsere Nüsse sind ein gutes Investment dafür, dass wir hier die Zombies ein bisschen aufhalten können. Oh nein, da kommt schon jemand mit einem Hut, Mann. Ah! Okay, okay, chill. Nochmal hier einen hinplatzieren. Okay, ganz entspannt bleiben, Roman. Roman Romanski, alles ist entspannt. Ich glaube, hier platziere ich sogar auch einfach eine Nuss hin. Let's go. Ich möchte so viele von diesen Pflanzen wie möglich haben, dass ich alles hier vollpacken kann. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich nichts anderes, außer ein wenig Sonnenlicht. Oh, okay, okay. Man merkt aber, er ist auf jeden Fall richtig hungrig. Der hat Bock, das zu essen. Oh mein Gott, der knuspert sich da einen richtig rein. Okay, das ist gar nicht mal so gut. Was probieren wir? Was probieren wir? Ich platziere einfach hier auch nochmal eine Nuss hin. Oh Junge, da kommt was rein, da kommt was rein. Das ist schön, das ist fein. So richtig Sonnenenergie, schon wieder 100. Okay, guck mal, hier kann ich jetzt mal kurz eine Cherry hin platzieren. Dann haben wir die zwei jetzt auch schon mal los. Dann knuspern die da nicht so viel an unseren Nüssen da dran. Deswegen müssen wir hier vorsichtig.
richtig bleiben. Wir probieren unser Bestes und haben dann hier nochmal ein bisschen was. Alter! Okay, das ist ein guter Output, den wir hier dementsprechend haben. Wir versuchen unser Bestes, hier weiter durchzukommen. Ich würde sogar hier oben vielleicht auch nochmal eine Nuss hinplatzieren. Dann kommt da oben der Zombie auch nicht durch. Und dann könnte ich hier vielleicht sogar noch einen hinplatzieren, weil da habe ich jetzt nämlich beispielsweise noch keine Nuss hier auf der Seite, die zum Beispiel tanken kann. Übrigens, desto mehr eine Nuss tankt, desto mehr verliert sie an ihrem Oberkörper, wie ihr seht, ne? Beziehungsweise an ihrem Kopf. Da wurde ein bisschen zu viel geknuspert. Deswegen, Leute, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt kommt eine finale Wave. Ich glaube, das ist wieder die Zeit, wo wir unsere gute alte Kirsche auspacken müssen, ne? Oh mein Gott, das gesamte Feld ist einfach voll. Oh, guckt euch das mal an, wie viel der abbekommt. Oh, 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 okay. Okay, es wird Zeit für die Kirsche. Okay, nice. Da haben wir auf jeden Fall alle schon mal mitgenommen. Unten können wir auf jeden Fall nochmal was machen. Ein paar mehr Sonnenbrillen. Beziehungsweise nicht Sonnenbrillen, sondern Sonnenblumen. So hießen sie. Genau, ich habe vergessen, wie sie hießen. Oh mein Gott, wir haben einfach das gesamte Feld voll. Okay, was kriegen wir als nächstes? Eine Schaufel. Eine entspannte Schaufel. Und die können wir tatsächlich benutzen, ne? Um Pflanzen, die wir eigentlich gesetzt haben, umzuplatzieren, um sie woanders hin zu platzieren. Das bedeutet also, oh, wer bist du denn? Hallo Nachbar. Hallo Nachbar, warum hast du denn diese Schüssel da auf dem Kopf? Mein Name ist Crazy Dave. Crazy Dave erinnert mich ein bisschen an Stinky Feet, muss ich sagen. Naja, also hör zu, ich habe eine Überraschung für dich. Aber als erstes musst du deinen Rasen etwas mähen. Nutze die Schaufel, um die Pflanzen zu übertragen, beziehungsweise zu platzieren. Also, wir nehmen auf jeden Fall die Schaufel. Raus mit der Pflanze. Dann wieder raus mit der, raus mit der. Dann haben wir die hier alle rausgeholt. Danke, Crazy Dave. Okay, super. Und jetzt kommt die allerkrasseste Belohnung. Wir gehen bowlen. Hier, nimm eine Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss in die Hand gegeben habe? Weil ich verrückt bin. Okay. Und jetzt spielen wir Bowling. Okay, dann spielen wir jetzt eine Runde Bowling. Also, hier haben wir jetzt... okay. Das heißt also, ich muss jetzt die Walnüsse dementsprechend hier immer richtig platzieren, damit ich sozusagen immer die Zombies dementsprechend treffe. Oh mein Gott, okay. Können wir hier vielleicht noch irgendwie was ausgraben oder so? Ich denke nicht. Oh Gott, oh Gott. Remove a plant. Oha, der untere... benötigt dementsprechend immer zwei Angriffe. Okay, warte mal. Probieren wir mal was aus. Und zwar, weil die Nuss fliegt nämlich meistens immer nach oben, wenn man sozusagen irgendwo hinschießt. Warte mal, wenn wir jetzt zum Beispiel den hier treffen, fliegt der nach unten? Ah, okay. Also es gibt anscheinend hier auch eine Taktik oder sowas, weil die Nuss fliegt nämlich dementsprechend immer in eine andere Richtung und hat tatsächlich die Möglichkeit, andere auch zu treffen. Okay, da haben wir jetzt eine explosive Nuss. Okay, dann treffen wir hier nochmal jemanden, ne? Wow, okay. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein paar abgeholt. Die hier schieße ich auf jeden Fall wieder in die Mitte, weil da sind wieder viele, die kommen. Dann hier auf jeden Fall die Nuss oben, ne? Oh mein Gott. Und da habe ich, glaube ich, auch jemanden nochmal unten erwischt. Prall ab und in die Mitte. Oh, hat niemand getroffen, leider. Oh mein Gott. Die mit ihren Hüten machen mir ja tatsächlich richtig Ärger. Man kann tatsächlich immer nur eine treffen. Oh. Ich hoffe, ich komme jetzt durch. Okay, den ab. Okay. Man kann hier tatsächlich so Zickzack-Spuren tatsächlich treffen, ne? Bitte gib mir eine Nuss. Nice. Okay, ich versuche jetzt einfach mal vielleicht zu warten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, man kriegt ja immer mehrere Nüsse sozusagen. Wir probieren es mal aus, ein bisschen taktischer zu spielen. Und zwar, dass man die sozusagen nur dann trifft, wenn man sie wirklich treffen möchte. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen lohnenswerter, sogar ein bisschen zu warten. Habt ihr es gesehen? So, dass man da vielleicht so, wisst ihr, ein bisschen wartet und dann, dass man immer mit dieser Kombi spielt, okay? Oh, oh, das ist heftig. Okay, da müssen wir jetzt einfach nur in die Mitte reinpreschen, ne? Das sieht auf jeden Fall brutal aus. Die kommen alle in einer Linie. Ich brauche unbedingt so eine Explosionsnuss, bitte. Hallo? Entschuldigen Sie bitte? Sag mal, das ist mir hier ein bisschen zu brutal. Oh Gott. Explosionsnuss? Okay, nice. Da habe ich auf jeden Fall ein paar abgeholt. Oben brauche ich auf jeden Fall gleich nochmal einen. Aber ich glaube, den kriege ich. So, eine Nuss und jetzt die allerletzte finale Nuss. Das war gerade wirklich echt ganz schön crazy. Aber der Typ ist explodiert. Und dafür gibt es jetzt eine Mine. Oder ist es eine Mine? Es sieht so aus wie eine Mine. Ich glaube, wenn man da drauf läuft, es ist eine Kartoffelmine. Selbstverständlich. Die werden wir auf jeden Fall in unserem nächsten Level sehr gut verwenden können. Sonnenenergie! Meine werten Damen und Herren, ich bin Roman, die Sonnenblume. Guten Tag.
Es gilt nämlich tatsächlich wieder ein neues Level. Plants vs. Zombies ist das Spiel und wir müssen gucken, dass wir hier durchkommen. Sofort am Anfang die Sonnenblumen platzieren. Jeder kennt das. Eine ganz kritische Angelegenheit ist, als ihr jetzt gerade eben am Anfang gesehen habt, es gab so ein paar Springtypen. Sprich also solche Typen, die so ein, naja, Springstab haben. Und Springstabtypen haben tatsächlich die Möglichkeit, uns ganz schön krass zu nerven. Wir probieren mal eine Mine aus und schauen mal, was passiert, wenn so ein Zombie auf so eine Mine zuläuft. Oh mein Gott, was? Was passiert denn da? Der hat einfach die Mine gegessen. Hä? So ein Zombie kann doch nicht einfach so eine Mine fressen. Yo, what? Das ist ja voll unfair. Ich dachte, die laufen da drauf und explodieren einfach. Aber ich glaube, da habe ich mich wahrscheinlich geschnitten. Zum Glück sind gerade zwei Zombies auf derselben Linie gespawnt. Dadurch können wir uns jetzt tatsächlich mehr Zeit erlauben, um mehr Sonnenblumen direkt aufzusetzen. Die Sonnenblumen können wir tatsächlich dafür verwenden, um so schnell wie möglich wieder Energie zu sammeln. Ihr kennt den Hasen. Das Ding ist, eine Sache macht mich ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Und zwar, wo der nächste Springer kommt. Es gibt nämlich anscheinend Springer und die können wir eigentlich durch diese Potato Mine ganz gut wahrscheinlich, naja, manövrieren bzw. durchbekommen oder wie auch immer. Muss ich da exakt ausrechnen, wo das ist oder wie? So, das muss ich noch herausfinden. Wir platzieren auf jeden Fall nochmal ein paar mehr von den Sonnenblumen hier. Versuchen jetzt auf jeden Fall so viel Energie wieder wie möglich zu sammeln. Die Nuss hier wurde schon echt, echt hart angefressen. Deswegen, ich möchte nicht in der Haut der Nuss stecken. Unten, ne, kommt auf jeden Fall gerade wieder ein Zombie durch. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Sonnenblümchen. Mehr Sonnenblumen! Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder mega viel Energie am Start. Hier unten habe ich eigentlich auch noch nicht so... Oh, okay, da ist einer. Da ist einer, der kommt. Okay, der hat richtig Bock. Wie mache ich das jetzt am besten? Kann ich hier eine... Oh mein Gott, okay, der ist da jetzt einfach drüber gesprungen durch die Mine. Gar nicht mal so nice. Okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Bitte nicht. Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Okay, ich werde mal hier noch eine Nuss hinsetzen. Ne? Da, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, zum Glück, der ist jetzt tot. Ich setze jetzt hier eine Kirsche hin. So, ich habe ihn geholt. Okay. Ich habe ein bisschen zu viel Schiss gerade noch vor den Gegnern. Okay, warte mal. Da oben kommt jetzt wieder ein Springer. Der springt über die Nuss und müsste eigentlich auf der Mine landen. Yes! Nice! Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft gerade. Das heißt also, damit kommen wir am besten durch. Sprich also, jetzt machen wir hier eigentlich wieder dasselbe. Wir würden eigentlich wieder eine Potato Mine und eine Walnuss platzieren. Er springt drüber und... Was? Er fängt an, das Ding zu fressen? Er ist nicht da drauf gelandet? Was soll das denn bitte werden hier? Was? Oh mein Gott! Was ist da nur passiert? Okay, warte mal, das Ding hier mal kurz wieder wegmachen, ne? Das ist nämlich... Das klaut ein bisschen zu viel Platz. Ich glaube, wir sind gerade in der Final Wave wieder. Ich glaube, jetzt wird es wieder kritisch. Jetzt wird es wieder kritisch. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal einen. Dann hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was explodieren lassen. Dann würde ich hier vielleicht sogar nochmal so ein Ding hinplatzieren. Oh, Leute, das wird jetzt hier wieder eine richtig krasse Angelegenheit. Okay, der Typ oben hat wieder so einen Helm an. Wir haben uns gemerkt gehabt, Helme sind immer kritisch. Kritische Geschichte. Und das war's auch schon. Wir haben es geschafft. Okay, ich muss sagen, das war wieder ein krasses Schlachtfeld. Und jetzt haben wir tatsächlich wieder einen neuen bekommen. Und zwar für 175 Sonnen. Und zwar ein Snow Pea. Schießt gefrorene Erbsen und die slowen den Gegner. Sprich also, die werden langsamer. Eine gute Alternative zur Nuss, aber teurer. Da muss man schon sagen, dass die Nuss in der Hinsicht höchstwahrscheinlich immer noch am besten rüberkommt. Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, okay? Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder die Sonnenblumen sammeln. So viele wie möglich. Gib mir eine Sonnenblume, kleine Sonnenblume. Los, gib mir eine Sonnenblume. Gib mir eine Sonnenblume. Yeah, okay. Und eine zweite Sonnenblume gekauft. 175. Ui, das ist aber schon ein teurer Preis. Okay, da kommen wieder welche. Ich würde mal sagen, ich setze hier einfach mal wieder eine Nuss hin. So, dann haben wir eine gute Investition für Nuss. Hinten dran eine Potato Mine. Und hier wieder eine kleine Sonnenblume. Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall gut aufgestellt. Müssen uns nur ein bisschen Zeit nehmen, um so viele Sonnenblumen wie möglich am Anfang mal hinzuplatzieren. Weil ihr kennt das Spiel. Es ist exponentielles Wachstum. Desto mehr Sonnenblumen wir immer hinzufügen, desto schneller kriegen wir wieder Sonnenlicht hinzu. Und da ist es am schlausten, einfach so eine Nuss hier hinzuplatzieren. Und einfach so viel Zeit wie möglich zu schinden, damit wir da gut durchkommen. Können wir hier nicht vielleicht sogar... Ja, ich würde das gerne hier eigentlich explodieren lassen. Das wäre eigentlich am entspanntesten, ne? Aber wir können jetzt auch mal vielleicht sogar so einen Schießer dahin packen. So, der wird jetzt wahrscheinlich wieder dafür sorgen, dass die da... Oh! Okay!
Okay, die sind jetzt diesmal explodiert. Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt manchmal, gibt es Situationen, wo so eine Potato Mine explodiert und manchmal nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher, wo da der große Unterschied ist. Aber wir lassen den jetzt hier erstmal auch wieder fressen und lassen mal wieder ein paar mehr von den Sunflowers hier hinspielen. So, weil dann haben wir nämlich wieder mehr Geld, um sozusagen zu investieren. So, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Oh ja, da kommen auf jeden Fall einige neue, wunderbare Pflänzchen hinzu. Und da können wir uns jetzt tatsächlich auch noch einen neuen leisten, ne? Und zwar den Frozen Shooter. Okay, mal gucken, was er kann. Er schießt also die Zombies ab, macht sie cold, coldes Eis und sorgt dafür, dass die ganz langsam sind. Macht er aber viel Schaden? Das weiß ich nicht. Da muss man dann jetzt herausfinden, lohnt sich das? Weil ich habe jetzt nochmal hinten dran nochmal eingepackt, weil es sieht nicht so aus, als ob der Frozen, ne, da wirklich noch was Großes draus macht, sondern er gefriert einfach nur. Da ist einfach so eine Nuss einfach die bessere Investition, weil wenn ich nämlich hier eine Nuss hinsetze, ist der die ganze Zeit beschäftigt. Das einzig Nervige bei der Nuss ist, dass es die ganze Zeit so knuspert. Ja? Aber was will man denn machen? Es ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Was wir auf jeden Fall mehr brauchen, ist noch mehr Sonnenblumen. Oh, Junge, 325 Sonnenblumen ist auf jeden Fall ein Stückchen. Hier können wir ebenfalls noch mal ein bisschen slowen. Wir können ja eigentlich so eine gute Combo eigentlich spielen, ne? So, dann haben wir hier nämlich so ein bisschen gefroren, bisschen Nüsse, bisschen von den Cherry Bombs, so, wisst ihr, wie ich meine? Oh mein Gott, da kommen wieder richtig viele Sunflowers rein. Und da können wir, warte mal, damit es vielleicht schön aussieht, können wir die zwei hier vielleicht sogar rausholen, so, gegen weitere Sonnenblumen ersetzen. Oh mein Gott, alles klar. So, warte mal, hier lassen wir mal kurz explodieren, damit die da aufhören, die ganze Zeit zu knuspern. Und haben dann jetzt hier überall Sonnenblumen. Oh mein Gott, das sind wirklich viele. Man kann jetzt hier hinten dran eigentlich überall solche Schießdinger hier hinmachen, ne? Und dann haben wir eigentlich genug Energie, um hier so gut wie möglich durchzukommen. Oh mein Gott, das wird eine gute Mauer werden, die wir hier bauen. Das ist sogar das erste Mal, glaube ich, dass wir wirklich so eine Mega-Mauer bauen. So, dann können wir hier sogar zwei Frost haben und dann sogar so Nüsse eigentlich so überall hin platzieren. Junge. Okay, okay, okay. Unten würde ich vielleicht nochmal einen normalen hin platzieren. So, da habe ich jetzt zwei Frost. Aber die zwei Frost sind auch nicht so das Beste, ne? Da merkt man schon ein bisschen, dass die nicht so nice sind. Ich glaube, was man machen kann, ist eine Potato Mine direkt unter den Kopf sozusagen oder unter die Füße von den Zombies zu legen. Würde aber jetzt vielleicht hier sogar auch nochmal eine Sunflower hin platzieren. So, dann hätten wir hier nochmal eine Sunflower, da nochmal eine Sunflower. Und warte mal, hier können wir auf jeden Fall nochmal eine Bombe platzieren. So eine Bombe, Alter, die Bombe, wenn man die gut platziert, Leute, wirklich, das ist unglaublich. Alter, schaut mal, wie viele Dings wir bekommen haben. 400 Sonnenenergie. Oh Junge, da, über die Nuss und spring drauf. Nice, super gutes Ding. Der hat da einen guten Sprung in unsere Mine reingemacht. Das war so geplant. Das gleiche können wir theoretischerweise auch hier machen, ne? Nur, dass wir da jetzt einfach nur hoffen müssen, dass der vielleicht zu blöd ist und einfach in unsere Mine reinläuft. So, dann würde ich vielleicht hier nochmal... Oh, warte mal, da nochmal drüber. Wir müssen die alle so ein bisschen einfrieren. Wir haben jetzt überall Gefriersachen mit reingebaut. Aber der da ist durchgekommen. Tatsächlich greift jetzt tatsächlich nochmal einen an. Aber zum Glück sind die echt langsam. Die sind wirklich langsam, muss man sagen, ne? Wir können vielleicht hier sogar zwei Nüsse machen. Guck mal, dann springt der über eine Nuss drüber und muss die andere Nuss erstmal essen. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Sonnen wir haben. Wir haben einfach so, einfach 950 Sonnen, okay? Das ist zu viel, Mann. Wir haben fast 1000 Sonnen einfach gerade gehabt, okay? Das ist zu crazy. Wir packen hier auf jeden Fall nochmal überall so Dings hin, so Angriffsflächen. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, wow, wir machen so viel. Oh, wow, okay. Ich mache hier nochmal überall so Nüsse hin und so und nochmal eine Pflanze vorne dran, damit wir den maximalen Output bekommen können. Alter, sowas habe ich selber noch nie gesehen. Wie viele da kommen? Wann hört das auf? What? Oh, wow. Okay, dann oben greifen noch welche an. Das ist eine ganz krasse Sache. Ich habe einfach gerade das ganze Spielfeld einfach schon fast voll. Ich habe das ganze Spielfeld schon fast voll. Hilfe! Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so schlau ist, das ganze Spielfeld voll zu machen, ne? Aber ich glaube, wir haben es. Ich glaube, das da oben ist der letzte gewesen. Ja. Was? Eine noch riesigere Zombie-Front kommt auf uns zu? Oh mein Gott, lass mal auf jeden Fall den hier wegmachen, ne? Und gegen so einen ersetzen, ne? Okay, da muss ich auf jeden Fall jetzt gleich mal hier oben eine
Dings benutzen. Oh, wow, 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 wow. Okay, wisst ihr was? Wir sammeln jetzt auf jeden Fall die maximale Anzahl an Sonnenblumen, die wir noch bekommen können und werden jetzt langsam wieder austauschen. Ich glaube, eine... Oh, okay, gut. Wir haben es doch geschafft. Was ist das denn für eine? Ist das etwa eine neue? Eine fleischfressende Pflanze? Ich glaube, die könnte interessant für uns sein. Schauen wir mal rein, was die drauf hat. Weil ich glaube, mit einer fleischfressenden Pflanze... Nein, jetzt haben die tatsächlich hier sogar schon so... Oh, okay, okay, okay. Ich verstehe, was jetzt abgeht. Jetzt haben wir tatsächlich die Auswahl, was wir uns nehmen wollen. Okay, da gibt es auf jeden Fall noch einige freizuschalten, ne? Also erstmal die Sonnenblume, dann den Classic, dann die Kirsche, die Nuss auf jeden Fall, fleischfressende Pflanze und eine Mine, ja? Der Frost... Der Frost hat mir nicht so sehr gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht so sehr gefallen. Deswegen lieber in guter alter Manier mit einer Sonnenblume starten, ne? Und eine Chomper, ja, ist tatsächlich mit 150 Sonnenenergie nicht so teuer, wie jetzt beispielsweise der Frostding da. Ne? Der Frostding da, der hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, gefühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Das war nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich hoffe mal, der läuft da einfach drauf. Ah nein, er ist es. Okay, das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Schade. Okay, müssen auf jeden Fall hier weiter Sonnenenergie ersparen. Jetzt die nächste Sonnenenergie, die wir uns holen werden, ne? Das wird auf jeden Fall ein P-Shooter sein. Oder soll ich mir doch vielleicht so einen Chomper gleich holen? Ich weiß halt nicht, was diese neue Pflanze gleich macht. Wisst ihr, wie ich meine? Die neue Pflanze soll anscheinend, glaube ich, vielleicht sogar die stärkste sein. Wer weiß. Okay, komm, wir probieren mal was aus. Okay. Ich werde mal hier hinter wieder eine Pflanze, eine Mine platzieren. Ich glaube, in einer Kombination funktioniert das manchmal. So, hier platzieren wir jetzt auch erstmal eine Nuss hin, damit er sich da dran verbeißen kann. Ach, guck mal, wenn man die länger stehen lässt, dann sind die scharf. Dann fangen die an, sozusagen diesen roten Punkt zu haben. Das heißt also, man muss dann nur warten, bis es sozusagen rot leuchtet. Und am besten funktioniert das eigentlich dann, wenn wir hier einfach warten, bis der dieses Ding da aufgegessen hat. So, probieren wir mal hier einen Chomper aus, ha? Mal schauen, was das Ganze mit sich bringt, okay? Wir können mal hier hinten vielleicht nochmal ein Ding hinplatzieren. Dann schießt es hier schon mal ein bisschen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da passiert, wenn das Ding tatsächlich da rangekommen ist. Frisst er den Zombie einfach auf oder wie kann ich das verstehen? Wir schauen uns... Ja! Er hat ihn einfach aufgefressen. Oh mein Gott, what? Okay. Ja, nicht mal so übel. Also, der braucht halt einfach nur längere Zeit, um die Monster dementsprechend zu essen, ja? Das ist immer so ein langer Verdauungsprozess, der da sozusagen von sich geht. Einen können die sozusagen essen und dann muss man jetzt gucken, wie lange der den da jetzt kaut. Der kaut den da schon echt, echt lange, muss man sagen. Ich würde jetzt tatsächlich noch ein paar mehr Sonnenblumen tatsächlich noch ein bisschen kaufen, ne? Aber das Ganze sieht mir hier nach einer schwierigen Geschichte aus. Hier brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Walnuss und am besten hinten nochmal eine kleine Mine. Ihr wisst Bescheid, Leute, eine Mine. Ich glaube, mit einer Mine kann man jeden sehr schnell killen. Also ihr seht es, am Anfang ist die Mine dementsprechend immer im Boden, aber die muss erst rauskommen. Die muss immer erst rauskommen. Die braucht ihre Zeit. Ich würde hier jetzt auch nochmal hinten dran eine stellen. Da haben wir... Ach, guck mal, der da oben hat jetzt aufgehört zu fressen, ne? Das heißt also, wir können also ganz entspannt hier mit unseren kleinen Freunden hier auf jeden Fall ein bisschen was aufbauen. So, dann können wir hier nochmal einen hinplatzieren. Ordentliche Sache. Na, und dann hier nochmal ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen. Ganz sauber, ganz, ganz sauber. Hier nochmal eine hinplatzieren. Okay, das sieht auf jeden Fall hier schon mal nach einer seriösen Geschichte aus, muss ich sagen. Viele fleischfressende Pflanzen, ne, die vorne nur darauf warten, einen von diesen leckeren, tollen Zombies zu essen, ne. Und hier vorne können wir an den schwierigsten Situationen ganz entspannt einfach eine Walnuss hinplatzieren, okay? Dann können wir hier nochmal eine hinplatzieren und dann können wir hier noch ein bisschen was aufsammeln und zack, dort oben kommt eine Kirsche hin. Boom! Easy, okay? Und wir sind total geschützt. Der da oben, der kaut zwar immer noch lange. Die kauen viel zu lange, die fleischfressenden Pflanzen, ne? Die müssen schneller verdauen. Die müssen einfach schneller verdauen. Ist aber ein sehr nices Item, muss ich sagen. Ui, okay. Da muss ich jetzt sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass der mit dem Helm wirklich so lange aushält. Aber das hier, das sieht interessant aus. Eine neue Pflanze. Und zwar der Boom Doom Cedo schießt zwei Erbsen
hintereinander. Das ist eine Weiterentwicklung von unserem normalen Cedo. Dementsprechend haben wir da einiges zu tun. Ein weiteres Level hier in diesem Spiel tatsächlich begleichen, ne? Immer wieder schwierig hier durchzukommen, aber ich denke, mit unserer neuen Kombination, die wir hier spielen können, haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Deswegen, let's rock, wir steigen ins erste Level mit ein. Das Interessante hierbei ist, wir haben jetzt tatsächlich eine teurere Aufstellung. Im Prinzip brauchen wir jetzt 200 Sonnenenergie, um das erste Mal überhaupt jemanden hier aufzustellen, der uns tatsächlich Schaden machen kann. Aber dafür haben wir tatsächlich mehr Platz, um sozusagen zwei Erbsen auf einmal zu schießen, statt nur eine. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Am Anfang müssen wir selbstverständlich in eine wichtige Sache investieren, und zwar wie immer in die Sonnenblumen. Die Sonnenblumen geben uns natürlich die Energie, die wir brauchen. Für den Anfang sind wir auch immer sehr flexibel, weil wir nämlich meistens die Nuss benutzen können, um tatsächlich die Mine scharf zu stellen. Die braucht ja immer ein bisschen. Und es ist ein super guter Anfang, weil wir den Anfang immer dafür benutzen können, so nah wie möglich, beziehungsweise so schnell wie möglich an Sonnenenergie aufzubauen. Und das ist auch die Taktik dahinter. Jetzt würde ich sogar sagen, haben wir sogar schon fast genug Sonnenenergie, um sogar jetzt schon auf das erste Double-Schießer zu sparen. Ne? Das heißt also, wir bleiben dran, platzieren den ersten Double-Schießer und gucken, wie schnell er schießt. Oh ja, da sehen wir auf jeden Fall die Attack-Kraft. Ja? Das sieht auf jeden Fall nach einer sauberen Geschichte aus. Hier haben wir jetzt ein bisschen was am Start. Der hier hat die gesamte Nuss aufgegessen. Ne? Der bei dem hier machen wir exakt dasselbe. Wieder eine gute alte Alternative, wo die so ein bisschen was essen können, wo die so ein bisschen chillen können. Das Knuspern ist immer so, das hört man die ganze Zeit im Ohr, ne? Da hört man immer so ein leichtes Knuspern dahinter. Was ich jetzt beispielsweise gemerkt habe, ist, dass zwei Reihen Sonnenblumen im Prinzip eigentlich schon fast ausreichend ist. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist eigentlich schon in Ordnung. Man braucht da nicht sonderlich mehr. Was man aber auf jeden Fall machen muss, ist, so viele Sonnenblumen wie möglich am Anfang aufzubauen, ja? Hier können wir wieder einen Shooter hinstellen. Ich glaube, der kriegt das dann relativ schnell hier wieder hin. So, der kleine Springer, der hat auf jeden Fall Bock, aber ich denke, wir kommen da schon schnell durch. Komm, hier platzieren wir da einfach mal schnell so eine kleine Kirsche hin. Weil dieses Knuspern, das klingt ganz, ganz schlimm. Sammeln ein paar restliche Energie nochmal auf, die übrig ist. Und können schon mal hier vielleicht die ein oder andere neue Taktik aufspielen. So, es ist meistens immer eine sehr gute Idee, natürlich hier diese fleischfressende Pflanze zu platzieren. Die kann einen komplett essen. Das ist eine nice Geschichte. Und da kann man das dann so ein bisschen grob aufbauen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich würde da mal sagen, hier können wir jetzt nochmal einen hinplatzieren, einen Doppelten. Ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Doppelten am Start. Da können wir gleich wieder einen hinplatzieren. Das sieht hier wirklich sauber aus. Okay, vielleicht können wir sogar hier eine kleine Kirsche hinplatzieren. Sauberes Ding. Jetzt haben wir da nochmal eine weitere Huge Wave Zombies. Wir haben auf jeden Fall alles, was wir benötigen. Ne? Wir können hier nochmal oben so eine Pflanze hinplatzieren und sammeln jetzt nochmal jegliche Energie auf. Da kommt auf jeden Fall ein Springer. Da ist dieses Gehirntyp da mit dieser Gehirnflagge. Die Gehirnflagge ist wirklich schlimm. Und das sieht mir hier nach einer langen, oh mein Gott, ich glaube, der wird es tun. Okay, da haben wir jetzt tatsächlich was machen müssen. Und zwar, wir haben den jetzt hier aufgefressen. Ne? Was ich jetzt machen werde, ist einfach die Pflanze wieder zu entfernen. War jetzt ein kleiner Move, den ich gemacht habe, weil wenn der nämlich über die Fleischfressende drüber springt, ist schon stressig, muss ich sagen. Ne? So, dann können wir hier nochmal einen Doppelten hinstellen. Okay, ein doppelter Schießer kriegt sogar so einen Renner ganz gut weg. Das ist ein gutes Gefühl tatsächlich. Oh mein Gott, da kommt jetzt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Hier kann man vielleicht nochmal einen Doppelten hinplatzieren. Jetzt haben wir hier nochmal einen weiteren Renner. Der wird aber, glaube ich, von dem hier aufgehalten werden. Ne? Das heißt, dahingehend sind wir eigentlich ganz sicher. Unten brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal eine von diesen fleischfressenden Pflanzen. Uiuiuiui. Uiuiui, da sieht es aber gar nicht so gut aus. Da sieht es gar nicht gut aus. Okay, okay, was machen wir da? Was machen wir da? Walnuss. Okay, wir müssen den jetzt irgendwie erstmal ein bisschen aufhalten, ne? Und werden jetzt erstmal hier so eine Dingsel platzieren. Eine kleine Kirsche. So. Ich sag's euch, gerade ist ein bisschen wilder. Gerade ist ein bisschen wilder geworden. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es auf jeden Fall so crazy wird. Es sieht ganz danach so aus, als ob wir hier wirklich ein bisschen Stress haben, ne? Aber zwei von denen ist schon mal auf jeden Fall ein bisschen stärker. Unten geht's jetzt wieder richtig ab. Da geht's richtig ab, sage ich euch. Da wurde auch schon wieder gefrozen, ne? Okay. Da müssen wir jetzt... Oh, da müssen wir jetzt aufpassen, ne? Komm mal, dann lasse ich den jetzt auch nochmal ein bisschen durchschießen. Ich hoffe, der kommt jetzt mir hier nicht ganz durch. Ist eine schwierige Geschichte. Der hier ist auch noch am Count tatsächlich. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte. Kirsche habe ich jetzt erst gleich da. So, muss ich erstmal hier den da schießen lassen, ne? Hui! Okay, da brauche ich jetzt 150 Energie. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Da hat er mir meine Defense durchgerockt. Okay, eine Sonnenenergie bitte. Mist, der hat mir mein 200er weggefressen hier in der Mitte. Nein!
Okay, gut, jetzt müssen wir aufpassen. Da kommt wieder nämlich jemand mit einem Schild. Wisst ihr, was ich mache? Ich stelle da jetzt eine Mine hin. Bis der angekommen ist, ist die scharf. Okay? Bis dahin sparen wir auf einer anderen Seite. Wir lassen den durchrennen. Wir lassen den durchrennen. Bis dahin wird die Mine dementsprechend laufen. Wir lassen den hier vorbeilaufen. Und dann kann ich vielleicht hier unten nochmal einen hinstellen, der dann gegen den ankommt. Komm schon, Kleiner. Komm raus. Perfekt. Er ist rechtzeitig rausgekommen. Gut, explodiert. Schöne Sache. Und jetzt hier vorne wieder so ein Fresser. So. Schönes Ding. Super Sache. So, okay. Wir haben jetzt in der Mitte da, fehlen uns auf jeden Fall, hier fehlt uns auf jeden Fall so ein Schießding. Da werde ich also einfach eine Walnuss hin platzieren. Die Walnuss wird uns dann hier hingehen einfach schützen. So, und dann würde ich vielleicht sogar hier eine kleine Mine noch hin platzieren, damit die da sicher sind. So, okay. Unten sieht es ganz böse aus, da sieht es ganz böse aus. Aber da werden wir gleich einfach eine Kirsche hin platzieren, dann passt das. Okay, wir holen jetzt nochmal gleich eine Kirsche. Kirsche ist da und Explosion. Okay, nice. Oben, ganz simple Sache. Wir nehmen die Nuss weg. Sehr easy. Sehr easy, aber auch schwer. Was ein Level. Was haben wir da jetzt bekommen? Ist das eine Einladung gewesen? Du hast eine Notiz gefunden von den Zombies. Sie haben uns geschrieben. Hallo, wir sind dabei, einen Angriff auf dein Haus zu machen. Okay, das scheint also dafür zu sorgen, dass das nächste Level jetzt hier ganz brutal wird. Oh nein, es ist wieder ein Special Level. Also, wir nehmen auf jeden Fall einen Repeater hier in die Mitte. Wir müssen jetzt die Sachen immer richtig platzieren. Und wir bekommen nur die Sachen dementsprechend hier hingestellt. Okay. Ich verstehe. Dann werde ich jetzt erstmal hier einen Fresser hinsetzen. Da eine Nuss und hier eine Nuss. Und da eine Nuss. Okay? Ganz entspannte Sache. Da ist jetzt die Nuss. Dann werde ich hier nochmal einen Schießer hinsetzen. Die Kirsche lasse ich jetzt erstmal, okay? Die Kirsche lasse ich ganz entspannt. Und ich fange jetzt erstmal hier an, ganz entspannt zu schießen. Dann hier vielleicht nochmal so einen frostigen hier. Und dann nochmal hier ein, so dass wir ja die gesamte Linie haben. Hier hinter auf jeden Fall eine kleine Granate hin platzieren. Dann können wir nochmal einen hier platzieren, oder? Irgendwo, wo es ein bisschen schwächer ist. Sagen wir mal da. Dann hier nochmal vorne einen blauen. Eine Walnuss nochmal hier vorne. Oh mein Gott, wir haben einfach die ganze Reihe mit Walnüssen vorne. Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Okay. Und wir haben zwei Kirschen. Ich habe das Gefühl... Oh, ich weiß, wohin das läuft. Okay, aber da kontern wir mit der Kirsche. Okay. Die werden den auf jeden Fall easy abkriegen. So. Okay, der kann den fressen. Das ist alles entspannt. Eine Potato Mine würde ich hier hinter nochmal setzen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Nuss hier vorne. Okay. Ganze Reihe Nüsse ist da. Eine Fleischfressende haben wir auch am Start. Hier nochmal eine hin. Überall Frost. Wir haben überall Frost und überall Bomben. Die Bomben werden wir jetzt erstmal nicht anfassen, weil ich nämlich ganz genau hier unten sehe, Leute. Das wird jetzt gleich noch brutal. Das wird gleich richtig brachial werden. So, Walnuss. Weiteren P-Shooter. Wenn eine Walnuss kaputt geht, können wir hier zwei Walnüsse nochmal nachrüsten. Sehr krasser Angriff direkt am Anfang. Okay, da kommt einer direkt durch. Okay, was wir machen können, ist auf jeden Fall hier mal eine Bombe zünden. So, dann kommen wir da gut durch. Zwei Bomben haben wir noch, drei Nüsse haben wir noch. Leute, ich habe das Gefühl, da kommt jetzt gleich was richtig Schlimmes. Das wird richtig unangenehm gleich. Okay, dort, wo es krass wird, würde ich dementsprechend jetzt gucken, dass ich da mehrere Nüsse immerhin platziere. Okay. Also hier würde ich auf jeden Fall eine Nuss hin platzieren. Hier hinter nochmal eine Mine. Dann würde ich hier auf jeden Fall nochmal einen Schießer hin platzieren. Dann auf jeden Fall hier nochmal einen P-Shooter. Nochmal so ein. Nochmal so ein. Oh mein Gott, okay. Alles entspannt. Hier auf jeden Fall nochmal eine Kirsche. Okay, und unten ist nochmal einer. Aber das Ding hat jetzt erst angefangen, Leute. Es hat jetzt erst angefangen. Es ist noch lange nicht durch. Es sieht so aus, als ob es uns gut geht, aber ich sag's euch, Leute. Ich habe das Gefühl, da wird jetzt gleich noch was kommen. Das wird gleich riesengroß werden. Man darf da auf gar keinen Fall das Gefühl haben, dass man sicher ist. Diese Dinger hier rausgraben. Brauchen wir nicht. Die fleischfressenden Pflanzen brauchen wir nicht. Wir brauchen eher den Input und die Schüsse von diesen ganzen Dingern. Dann hier nochmal eine, boom, eine gute alte Grenade. Dann hier nochmal. Überall sind einfach diese Dinger, die da schießen. Oh mein Gott, warte mal. Hier nehmen wir die Nuss auch nochmal weg. Stellen hier auch nochmal einen doppelten Schießer hin. Oh, da kommen viele. Bombe hin platzieren. Und hier unten kann man auch nochmal Bombe hin platzieren. Okay, da kommen jetzt wieder einige Schießer. So. Hoppa. Oh Mist. Das war eine unangenehme Situation. Aber der Damage ist gut.
Der Damage ist gut. Also, jetzt müssen wir hier aufpassen, ne? Hier, verkaufen und einen Repeater hinstellen. Wir müssen jetzt die billigen immer verkaufen und immer besonderere hinstellen. So, eine weitere Mine kann man noch hierhin platzieren. Dann hier selbstverständlich nochmal eine kleine Kanone hin. Die sind alle am richtig attackieren. Sind wir fertig? Oh mein Gott, jetzt kommt nochmal eine Huge Wave? Das hätte ich nicht gedacht. Hier, lassen wir die auf jeden Fall hier hin platzieren. Und dann auf neue wahrscheinlich warten, oder? So, alles, was wir nicht brauchen, hier vorne. Und alles, was wir brauchen, weiter hinten. So, ganz schön viele Nüsse. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Pea-Shooter. Machen wir den hier weg. Da einen Pea-Shooter hin. So, da kann man wieder einen vorne hin machen. Die vorne überleben sogar auch. Oh mein Gott, was passiert hier? Da, den da wieder wegmachen. Dann da wieder einen neuen hinmachen, ne? Sieht nach einer interessanten Geschichte aus. Minen über Minen. Das sieht ganz in Ordnung aus. Und da haben wir es. Was für ein Angriff. Meine Güte. So, shoots short range spores at the enemy. Ein Puff Shroom. Oh, jetzt gibt's sogar ein dunkles Level. Und da ist wieder der Verrückte. Oh, guten Abend, Roman. Diese Zombies wollen einfach nicht aufgeben, ha? Huh? Du hast übrigens gemerkt, dass Zombies anders kämpfen nachts als tagsüber, oder? Naja, auf jeden Fall, du wirst keine Sonne mehr aus dem Himmel bekommen. Oh! Okay, das bedeutet also, nachts kriegen wir natürlich keine Sonnenenergie von oben. Das heißt, wir müssen uns also irgendwas anderes überlegen. Du kannst aber trotzdem immer noch Energie von Sunflower bekommen. Und du kannst dich ganz schön glücklich schätzen, dass du die Puffshrooms hast. Denn wenn man viele von denen hat, sind die wirklich mega gut. Ah, ein guter Tipp. Ja, lol, der eine liest sogar Zeitung. Newspaper Zombie heißt er. Was? Der Puff Shroom kostet einfach null Sonnenenergie? Hä? Nehmen wir mal mit Sunflower. Daher, dass wir hier nicht so viel Energie haben und die Gegner alle normale sind, würde ich mal einen normalen Pea-Shooter mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall eine Cherry Bomb mitnehmen, einen Walnut, diesen Potato Mine. Wobei, Cherry Bomb? Ich nehme mal lieber den Pilz mit. Und, doch, Cherry Bomb, okay? Let's rock. Schauen wir mal, was abgeht, okay? Was? Seit wann sind denn da so... So, was ist das? Puff Shroom. Okay. Ich bin gespannt, was da passiert. Und was so ein Puff Shroom macht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich platziere sie einfach mal. Potato Mine. Guck mal, da lasse ich jetzt nochmal... Was passiert da? Können die da andere Zombies rausholen? Puff Shroom? Oh mein Gott. Die laufen da einfach durch. Was bedeuten diese... Oh mein Gott. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sonnenenergie, Leute. Aber die Puffshrooms scheinen ganz gut zu sein, weil die sind kostenlos und die können angreifen. Oh, sogar gar nicht mal so schlecht. Okay, ja. Zwei Stück hintereinander. Hinten die ganzen Sunflowers. Okay, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, einfach anzugreifen, ohne Energie zu verwenden. Eine coole Sache. So, da fehlt auf jeden Fall die Sonnenenergie. Und wir brauchen viele von diesen Pilzen hier. Kann man die auch irgendwie entwickeln oder so? Kann man die irgendwie noch krasser machen? Hier ist es auf jeden Fall nochmal viel schwieriger, an Punkte zu kommen. Oh, was ist das? Oh, Alter, wir haben einfach gerade $10 gesammelt. Wir haben noch nie Geld in diesem Spiel bekommen. Crazy. Okay, immer zwei von diesen komischen Dingern. Ich weiß auch nicht, sag mal, können wir die hier ausgraben, die Grabsteine? Können wir nicht. Okay, ich würde sagen, wir brauchen jetzt mal drei von diesen komischen Dingern. So. Jetzt wird hier besser gesammelt. Ich hoffe mal, dass wir hier gut durchkommen. Okay, okay, okay. Alles easy. Alles easy. Oh, da ist der Typ mit der Zeitung. Das ist ein Brutaler. Da werde ich jetzt einfach mal so eine Nuss hinplatzieren, damit wir da zu dritt gegen den schießen können. Weil der hat nämlich die Zeitung als Schutzschild dabei. Als Schutzschild. Oh mein Gott. Jetzt ist er... Oh mein Gott. Wenn dem seine Zeitung weg ist, dann raged der. Okay. Ah, ich verstehe. Also die Grabsteine sind nur dafür da, um uns zu nerven, ne? Dass wir weniger Spielfläche haben. Ich verstehe. Okay. Ich würde vielleicht dann dementsprechend das Geld so... Oh, da haben wir jetzt tatsächlich das Problem. Ich würde vielleicht sogar hier hinter nochmal ein Puffshroom platzieren. Weil es könnte sein, dass der hier vorne dementsprechend kaputt geht, weil wir da keine Nuss hin platzieren können. Nuss hier vorne. Weiter Geld gesammelt. 20 Dollaronis haben wir jetzt. Eine weitere Sunflower. In der Nacht Sonnenenergie zu sammeln. So schwer. Meine Güte. Okay. Aber ich muss sagen, wenn man hier die Pilze hat, hat man eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Wisst ihr, was ich meine? Ist gar nicht mal so krass. Oh, oh, was ist denn hier passiert? Alter! Woher kommen die denn alle? Explodiert? Okay. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Let's go. Was ist hier los? Oh, Geld. Okay. Da kamen ja gerade voll viele auf einmal. Die haben sich wirklich ganz anders verhalten. Oh Mann, diese Zombies. So.
Bitte hör auf, meinen Pilz zu essen. Greift ihn an, meine kleinen Pilze. Los. Ho, nice. Oh mein Gott, was hat das gerade für ein Level? Was ist das für einer? Bloom Doom Cedo. Give small sun at first and normal sun later. Ah, das ist ein Pilz, der einfach Sonnenenergie verstrahlt. Gar nicht mal übel. Das heißt also, wir hätten dann doch wieder Sonne, wenn wir einen Sonnenpilz pflanzen. Nun ja, wir sind hier im Zombator. Der Zombator an sich ist tatsächlich genauso cool wie der shop.arizoo.de, denn dort kann man sich alles so machen, wie man es möchte. Meine werten Damen und Herren, vergesst auf jeden Fall nicht im Shop vorbeizusehen. Dort gibt es coole neue T-Shirts. Unbedingt vorbeisehen. Wir haben hier übrigens jetzt die Möglichkeit, einen Zombie auszustatten. Das bedeutet also, wir können hier erstmal aussuchen, naja, welche Hautfarbe dieser Zombie haben soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein ganz grüner Zombie, das könnte für mich schon ganz cool sein, weil damit haben wir dann auf jeden Fall was Grünes hinbekommen. Oder vielleicht sogar so ein hellgrün, sowas in die Richtung. Vielleicht der so ein bisschen, ne? Der sieht ein bisschen mehr Alien-mäßig aus. Dann können wir ihm hier vielleicht nochmal eine Frisur ansetzen. Und das Coole ist, dass dieser Zombie am Ende dann im Spiel genauso herumlaufen wird. Ich werde ihm mal eine dumme Frisur machen, so eine pinke vielleicht. Mal gucken, was gibt's denn hier noch so? So zwei Zöpfe vielleicht oder so eine Frisur hinten am Kopf. Oh, okay. So ein bisschen seitlich. Oh, so ein Boxerschnitt so mäßig. Okay, cool. Ich würde ihm aber vielleicht sogar so eine richtig lange Frisur geben. Einfach hier so eine, ne? Dann haben wir hier so einen richtig coolen Schnitt. Da können wir ihm dann vielleicht so einen coolen Weihnachtsmannbart. Und das ist vielleicht auch eine coole Sache, die wir hier ausprobieren können. Ich bin mich ganz sicher. Oder diesen Schnurrbart. Diesen Schnurrbart nehmen wir nochmal mit rein. Wir könnten ihm sogar... Es geht sogar so ein Tattoo. Oder so ein Wurm. Oh mein Gott. Wir können ihm einfach so einen Wurm aus dem Auge rauskommen lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Gleichzeitig auf das andere Auge einfach so einen Piraten-Augenklappending drauf machen. Oh nein. Wir nehmen lieber hier jetzt gar nichts. Dann haben wir einfach nur den Wurm, der da rausguckt. Ein Hut könnte vielleicht noch gehen. Ich frage mich aber, wie das aussieht mit einem Hut. Naja, wir haben ja jetzt sozusagen diese Riesenfrisur. Da passt eigentlich ein Hut nicht mehr so ganz hin. Aber die sehen jetzt so bescheuert aus. Ich mache jetzt, glaube ich, den hier nochmal rein. Dann kann ich ihm da nochmal einen coolen Hut vielleicht so hinmachen. So einen lilanen, okay? Ah ja, so einen coolen Background. Nehmen wir mal den hier. Und dann haben wir ihn jetzt fertig gemacht. Finished! Okay. Oh, wir haben ihn jetzt fertig gemacht. Das ist unser eigener Zombie. Wow, das ist ja wirklich cool. Gut, damit hätten wir das Ding jetzt fertig. Ich hoffe, der ist jetzt auch so im Spiel. Und eigentlich müssen wir jetzt erstmal anfangen, das Adventure weiterzuspielen. Denn dann geht es nämlich richtig los. Wir sind nämlich in diesem Level hier stehen geblieben. Hey, du hast inzwischen $300 zusammengesammelt. Wenn du weitere $750 zusammensammelst, werde ich dir etwas super Schönes verkaufen. Alles klar, werter Mann mit Pfanne auf dem Kopf. Nun gut, meine werten Damen und Herren, es sieht wieder so aus, als ob wir uns hier wieder durchkämpfen müssen. In den dunklen Leveln nehmen wir auf jeden Fall beide Shrooms mit. So ein Repeater ist, glaube ich, ganz gut. Und dann können wir auf jeden Fall die Cherry Bomb natürlich nicht vergessen und diese fressenden Dinger, als auch die Walnuss. Ein kleiner interessanter Fact. Ich bin allergisch gegen Walnuss übrigens. Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache, die ich noch gar nicht mitgeteilt habe. Es gibt wieder ein paar Orte, wo wir nichts platzieren können. Wir werden jetzt mal hier mit den Puff-Shrooms hier einfach mal arbeiten, ne? Und werden hinten mal die Sun-Shrooms platzieren. Denn in den dunklen Leveln müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir so viele Sun-Shrooms wie möglich platzieren, um da irgendwie durchzukommen. Ich glaube, die können ja irgendwie Sonne generieren, nur halt nicht so stark. Das sind so kleine Sonnen. 15er Schritte, okay? Da haben wir uns vielleicht sogar mit diesem großen Repeater etwas zu viel vorgenommen, weil der kostet nämlich 200. Und ja, und was soll ich sagen? Das ist halt eben nicht so gut. Wir werden schon irgendwie durchkommen. Wir werden halt viele Sun-Shrooms jetzt erstmal aufbauen. Die kosten ja auch zum Glück selber nur 25. Das heißt also, die sind leicht auch wieder im Einnehmen sozusagen, ne? Dass wir da so viele wie möglich haben können. Guck mal, da haben wir jetzt zwei Stück. Die schießen jetzt das Ding sogar hier schneller weg. So, hier kann der auf jeden Fall nochmal gegen den schießen. Es ist natürlich schade, dass hier überall diese komischen Grabsteine sind. Wegen den Grabsteinen haben wir tatsächlich das Problem, dass wir da halt nicht bauen können. Man kann sie auch nicht ausgraben. Das ist das große Problem dahinter, ne? Ich würde aber sagen, dass wir auf jeden Fall diese Shrooms hier weiter platzieren können. Vielleicht sogar so eine doppelte Anzahl an Shrooms ist ein bisschen besser. Unten platziere ich jetzt nochmal einen hin. Guck mal da. Die kommen nämlich immer sehr nah, wenn es nämlich immer nur einer ist. Wegen den Walnüssen würde ich jetzt noch weiterhin sparen. Ich würde die gesamte hintere Ecke... Oh, jetzt haben wir da schon mal jemanden, ne, mit so einem Dings sogar, mit so einem Hut an. Immer wenn die so einen Hut anhaben, bedeutet das, dass die mehr Leben haben, okay? Deswegen lohnt sich da die Walnuss eher. Deswegen schauen wir da gar nicht mal so nach hinten hin. Oh, da kommt jetzt wieder einer mit so einem Hut. Ich hoffe, wir schaffen den. Oh, okay. Da kommt jetzt einiges an Energie durch. 125. Ich glaube, wir können jetzt schon bald anfangen zu sparen ordentlich.
Hier haben wir jetzt wieder das Problemchen, dass der hier durchkommen wird wahrscheinlich. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Okay, wir können jetzt hier theoretischerweise natürlich eine Cherry-Bomb holen. Ist noch nicht so ganz richtig das Wahre. Ich hoffe mal, wir kommen hier halbwegs durch. Oh mein Gott, diese Shrooms hinten sind angewachsen. Seht ihr das? Oh mein Gott. Warte mal, ich platziere jetzt mal hier so einen Fresssack hin. Dann kann der die schon mal auffressen. Ne? Hier ebenfalls nochmal so einen dritten hin platzieren. Ich hoffe, die schaffen das da hinten. Ne? Also ihr seht, die Pilze können wachsen. Die Pilze können wachsen, Leute. Okay, warte mal, hier kann ich vielleicht nochmal eine Walnuss hinplatzieren. Dann können die zwei schon mal gegen den ankämpfen. Ne? Und wir haben jetzt, glaube ich, gleich genug Sonnenkraft, genau, um hier sogar einen Zombie mit dem hier kaputt zu machen. Klasse Sache. Und alle unsere Pilze scheinen gerade zu wachsen. Ne? Ich frage mich allerdings, oh, da haben wir wieder 10 Dollar weitergesammelt. Wir müssen ja 1000 sammeln an diesen Dollarn. Dann können wir uns was ganz Großes daraus kaufen. Ne? Und jetzt haben wir tatsächlich hier unten das Problem, dass wir da auf jeden Fall wieder so einen Schussding brauchen. Ne? Ich glaube, der wird auf jeden Fall jetzt helfen, ne? Und da wird er auf jeden Fall auch den unteren hier ganz leicht holen. Schönes Ding. Okay. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so zu machen, ne? Eine riesige Welle an Zombies kommt, okay? Oh mein Gott, da ist unser Profil! Hey, da ist unser Profil, der sozusagen das ganze Ding da einfach jetzt abholt. Das ist ja richtig cool. Es sieht ganz danach aus, als ob wir hier wirklich in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind. Wir haben jetzt von überall gerade Zombies, die kommen und wir haben hier unten leider nur zwei normale Pilze, deswegen stellen wir da auch noch mal schnell einen. Oh, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Power. Ich glaube, bald, wenn wir genug Licht haben und wenn wir in eine schwierige Situation kommen, können wir vielleicht hier einen Pilz ausgraben und hier so einen Repeater wieder hinmachen. Ne? Dann haben wir überall so einen Repeater am Start und dann ist erstmal alles in Ordnung. Ich habe da ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Diese Riesenpilze, wenn die so ein bisschen größer gewachsen sind, geben die auf jeden Fall viel mehr Sonne ab und wir kriegen Sonne für Sonne für Sonne immer mehr. Und da war gerade eben wieder eine Münze. Oh mein Gott, ich komme hier aus dem Klicken gar nicht mehr raus. Das ist hier wirklich eine riesige Klickangewohnheit. Ich werde hier, glaube ich, auch nochmal kurz eine Bombe platzieren. Dann habe ich unten diese Dinger auf jeden Fall schon mal weg. Oben haben wir den auf jeden Fall auch schon mal geholt. Das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus. Ich kann vielleicht sogar hier nochmal gleich einen hinplatzieren. Warte mal. Oh, da, wo der Eimer vielleicht ist. Oh, Junge. Okay. Wir können auch nochmal überall so eine kleine Nuss hinsetzen. Ne? Es sieht sehr chaotisch aus, was ihr hier seht. Ist es auch. Aber ich glaube, wir können hier, wir müssen hier einfach nur so viele von diesen Pilzen wie möglich gerade ausgeben. Guck mal, da oben ist jetzt der Turm wieder, also der Eimer ist wieder abgefallen und von da kommen jetzt viele und ich sag's euch, da ist jetzt eigentlich ein sehr guter Bereich, um eine von diesen Kirschen wieder zu verwenden. Da war wieder 10 Dollar. Die müssen wir auf jeden Fall sammeln, weil ich frage mich wirklich, was gibt ihr uns denn ab 1000? Was soll das denn sein? Das dauert ja Ewigkeiten, bis man da 1000 gesammelt hat. Schaut euch das mal an, wie gut die alle da klarkommen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem hier. Wir kommen hier total simpel durch. Schaut euch das an. Wir sind einfach hier und da, sammeln hier alle schönen Münzchen ein. Zack, hier, nee, warte mal, die Kirsche verwenden wir noch nicht. Solange wir können, müssen wir die Kirsche am besten nicht verwenden, ne? Weil wir haben nämlich eigentlich überall Walnüsse. Und guck mal, wir können hier nochmal eine Walnuss hin platzieren und sogar hier nochmal einen Repeater. Das heißt also, im Prinzip haben wir sogar 645 Sonnenenergie. Nur durch die Pilze, die letzte große Welle, die da jetzt auf uns zukommt. Ich frage mich wirklich, was das sein soll. Wir haben auf jeden Fall die Kirsche parat und ist oha, oha, da kommen Monster raus aus den Graben, ne? Ich lasse es explodieren. Ich habe es explodieren gelassen, ne? Ich sammle jetzt die letzte Energie auf und ich fange an, die Pilze jetzt wieder rauszuholen. Wir brauchen die jetzt nicht mehr und platziere hier nochmal einen Repeater hin. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz für die Repeater. Wir brauchen auf jeden Fall in der Mitte nochmal einen weiteren Repeater. Das sieht ganz schön, oh oh, das sieht ganz schön böse aus in der Mitte. Das sieht ganz schön böse aus in der Mitte. Ich glaube, da müssen wir einen Chomper hin platzieren, damit der einen wegfrisst. Okay, er hat einen weggefressen, ne? Alles klar. Wow, die haben sogar gerade die Nuss in der Mitte zerfressen. Und da haben wir sogar wieder ein neues, wunderbares Pilzchen bekommen. Also dieser Pilz kann etwas Besonderes machen. Und zwar unser Haus noch besser beschützen. Oh mein Gott, ich verstehe. Es gibt jetzt neue Zombies, die jetzt nicht einfach nur so herumlaufen wie ein dummer Zombie, sondern es gibt jetzt tatsächlich Zombies, die ein Schild haben und dafür brauchen wir einen Fume Shroom. Selbstverständlich. Die drei wichtigsten Pilze in dieser Situation sind selbstverständlich der Puff Shroom, der Sun Shroom, dieser Fume Shroom ist wichtig, der Walnut ist wichtig. Auf jeden Fall nehme ich hier einen Repeater wieder mit, weil irgendwann hat man auf jeden Fall sehr viel Spaß
mit denen und natürlich die Kirsche. Ohne die Kirsche geht da gar nichts. Jetzt frage ich mich natürlich, wie wird das Ganze denn jetzt aussehen? Selbstverständlich erstmal den Sunshroom hinten drauf. Das Allerwichtigste sogar, das muss direkt am Anfang kommen. Jetzt auf diese Reihe platziere ich immer meine Pilze an sich. Dann kommen die Leute auch nie zu früh hierher. So, wir müssen die nämlich wieder so groß wie möglich hinbekommen. Ich muss sagen, ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Okay, jetzt platziere ich mal hier einen hin. Dann kann der Pilz auf jeden Fall hier seine Arbeit erstmal machen. Wir sind auf jeden Fall dran. 20 Sonnenenergie. Ich weiß ja nicht. Es ist in Ordnung. Ich kann vielleicht hier nochmal einen hin platzieren. Komm, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei, die da schießen. Ne? Hauptsache, der macht da jetzt keinen Ärger. Unten müssen wir jetzt gleich nochmal wieder einen hin platzieren. Ich platziere. Diesmal ein bisschen weiter vorne. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen. Nochmal ein weiterer. Das sind jetzt schon 6 kleine Pilze. Jetzt frage ich mich, ab wann ich einen Fume Shroom verwenden muss. Sobald wir einen von den Typen mit den Schilden sehen, haben wir tatsächlich das Ding hier mit all den anderen, die da schießen werden, gar keine weitere Chance mehr haben, sondern wir brauchen dann explizit einen Fume Shroom. Guck mal, der hat sogar schon an einem von unseren Dingern geknabbert. Ich werde jetzt erstmal noch gar keine Punkte ausgeben in der Hinsicht, ne, sondern wir werden jetzt erstmal nur Sonnenenergie sammeln. Wir haben auf jeden Fall genug gesammelt für den Fume Shroom an sich. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich den hinplatzieren soll und ich weiß auch nicht, wie schnell der schießen wird. Wir haben sogar schon 150 Sonnen. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt weiter platzieren. Wir sind da auf jeden Fall viel zu langsam dran gerade. Hier kann man vielleicht sogar nochmal wieder einen rausgraben und einen wieder nach vorne tun. So. Ui, da ist schon wieder einer größer geworden. Oh, da unten muss jetzt der erste Fume Shroom hin. Also, der unten ist er am Start. Oh, wow, 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 wow. Okay, der Fume Shroom hat auf jeden Fall mehr Power und den kann man auf jeden Fall besser verwenden, ne? Oha, der macht hoffentlich ein bisschen mehr Schaden. Also, oha, er kommt da durch. Okay, ich verstehe. Ich könnte mir aber vorstellen, überall einen Fume Shroom hinzustellen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Wenn wir hier mit überall Fume Shrooms hinplatzieren. Natürlich. So, ich würde hier hinten dann die Repeater für 200 immer hinplatzieren. Je nachdem, wie wir sie gerade brauchen, ne? Hier hinten würde ich dann wieder einen wegmachen. So, dann wieder ein bisschen Energie sammeln. Und dann je nachdem, wo es noch fehlt, ein bisschen immer was dran machen. Guck mal, hier vorne wieder so einen kleinen Pilz hin. So, da haben wir wieder ein bisschen Energie. Das sieht gut aus. Ich glaube, gleich kommt sogar so eine große Art und Weise, hier klarzukommen. Oh mein Gott, okay. Da sind die Fume Shrooms gerade wieder voll am Start. Ich finde die richtig cool. Die machen diese Blubberblasen so satisfying. Das ist echt angenehm. Guck mal, jetzt haben wir überall eigentlich einen Fume Shroom am Start. Und wir könnten theoretischerweise dort, wo es jetzt gleich krass wird, auch nochmal eine Walnuss hin platzieren, okay? Es sieht ganz danach aus, als ob wir hier wieder eine Bombe platzieren müssen. Okay, Bombe ist platziert, Münzen sind gesammelt. Oh mein Gott, wir haben schon 750 Münzen. What's going on? Okay, unten brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen. In der vorletzten Reihe, da wird auf jeden Fall gerade wieder eine riesige Tür zerstört. Aber es sieht nach einem ganz einfachen Level aus, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, unsere Aufstellung ist top. Mit diesen zwei kleinen Pilzen vorne, der Shroom, der Fume Shroom dort. Es ist eine unglaubliche Stellung gewesen. Und es war aber auch leicht, das zu gewinnen. Oh, und wir haben die 1000 Münzen erreicht. Okay. Wir haben wieder eine neue Pflanze bekommen. You've got a new plant. Ah, okay. Wir haben eine Pflanze, die man nur auf Gräber platzieren kann. Ah, hey, willst du einen extra Seed-Slot kaufen? Ah, it will cost you 750, but you will be able to choose 7 seeds per level instead of 6. Oh, okay. Wir können also die $750 tatsächlich dafür nutzen, um hier jetzt mehr Seed-Slots zu haben. Das ist eine wunderbare Geschichte, deswegen würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall. Alright, and hey, okay. Wenn wir bis zu $5000 gesammelt haben, können wir tatsächlich schon 8 Pflanzen mitnehmen. Das ist natürlich eine sehr gute Geschichte. Auf jeden Fall nehmen wir einen Fume Shroom sicherlich wieder mit, aber davor nehmen wir einen Sun Shroom und einen Puff Shroom mit. Die sind nämlich sehr gut für dieses Level hier. Die können wir auf jeden Fall verwenden. Einen Fume Shroom nehmen wir mit. In der letzten Folge haben wir am Ende auch einen Grave Buster bekommen. Und nicht zu vergessen, wir haben auch die $1000 an diesen verrückten Typen mit der Pfanne auf dem Kopf bezahlt, wo wir tatsächlich auch einen weiteren Slot in unserer Pilz- bzw. Pflanzenauswahl bekommen haben. Nun gut, ohne Walnuss gehe ich nicht aus dem Haus. Cherry Bombs nehmen wir mit. Und jetzt haben wir tatsächlich nochmal einen weiteren Platz, den wir immer wieder benutzen können. Und zwar den Repeater. Ich finde, der Repeater ist einer der besten. Der macht wirklich sehr viel Schaden an dem Ort, wo man ihn wirklich braucht. Let's go! Wir legen los mit dem ersten Sunshroom. Ich warte ab, wo der erste von den Zombies selbstverständlich kommen wird. Da muss man natürlich jetzt recht schlau argumentieren oder recht schlau gucken, wo man die jetzt positioniert. Es sind sehr viele von diesen
Graves sozusagen hierher gekommen. Das heißt also, wir können die diesmal aber schlauer verwenden, ne? Deswegen, ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, wie wir das machen wollen. Es gibt nämlich jetzt diese Gräber, die wir mit diesem Grave Buster irgendwie behandeln können. Ich hoffe nur mal, dass ich sozusagen mit diesem Grave Buster jetzt, naja, wie soll ich sagen, dass ich damit ein weiteres Feature habe und dass es nicht einfach nur das Grab entfernt. Weil ich muss sagen, die Gräber an sich haben mich nie so richtig gestört. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde sie schon nervig so. Aber sie sind nicht unbedingt mega nervig so. Deswegen, naja, wir schauen mal rein. Hier beispielsweise oben können wir mal ein Grab entfernen. Mal gucken mit diesem Grabentferner, wie das funktioniert. Let's go. Oh, okay, der frisst dann das Grab von oben auf. So sieht es dann aus, okay? Und dann gibt er uns einfach Geld. Okay, wir haben übrigens auch herausgefunden, es gibt auch goldene Münzen. Und mit goldenen Münzen können wir definitiv schneller Geld bekommen, was eine echt angenehme Angelegenheit ist. Hier haben wir jetzt natürlich das Problemchen, dass wir da jetzt schon jetzt einen Zombie bekommen haben mit einem Hut. Und diese Hut-Zombies... Naja, wie soll ich sagen, die haben es schon tatsächlich ein bisschen in sich und ich habe tatsächlich jetzt wieder hier auf Risiko gespielt und das Risiko ist dann natürlich immer das gleiche und zwar haben wir da nämlich das Problem, wie soll ich sagen, ne, nicht genug Angriffsfläche sozusagen zu haben, aber naja, ist in Ordnung. Okay, ich werde jetzt einfach mal, uiuiui, oben jetzt nochmal einen weiteren Shroom platzieren. Ich hoffe mal, dass der da jetzt halbwegs gut arbeiten wird. Jetzt haben wir schon zwei Reihen an den Sonnen wieder voll, das ist gut. Wir haben wieder zwei Reihen, diese zwei Reihen sind sehr wichtig. Deswegen, wir bleiben auf jeden Fall dran und nehmen hier nochmal einen Gravebuster hin. Ich würde mal hier nochmal einen hin platzieren, weil das Ding ist, wenn wir die Gravebuster verwenden, ne, haben wir tatsächlich das Glück, oh mein Gott, das, okay, da haben wir noch sogar einen Springer jetzt gerade dran. Ich würde sogar sagen, hier kann ich kurz die Explosion machen, ne, damit wir da vorbereitet sind und jetzt können wir hier hinten wieder ein bisschen was sammeln. Vielleicht war das jetzt gerade ein bisschen übertrieben, dass wir da in der Hinsicht jetzt schon jetzt eine Cherry eingesetzt haben. Aber wenn der da jetzt rübergesprungen wäre, hätte er mir sehr viele von meinen Pilzen kaputt gemacht. Und darauf hatte ich irgendwie gerade keine Lust. So, ich werde jetzt einfach mal viele von meinen Pilzen platzieren. In der zweiten Reihe kam noch fast niemand. Deswegen habe ich da auch tatsächlich noch gar nicht so richtig was gemacht gehabt. Na, aber oben kommen die tatsächlich alle an. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir... Oh, da ist eine richtig teure Münze. Die goldene Münze nehmen wir immer mit. Ein weiteren Gravebuster können wir auch eigentlich gleich benutzen, ne? Wir können aber auch hier eigentlich schon mal einen Shroom, komm, machen wir mal einen dicken Shroom dahin, so, dann kann der da ein bisschen mithelfen, der wird dann ordentlich jetzt einen Schaden machen, ne? Schaut euch das mal an, uiuiui, macht der Schaden, so, so, dann können wir vielleicht hier auch schon mal einen Shroom, einen richtigen Shroom hinmachen, ne? So, der macht richtig den Schaden, Mann, meine Güte. So, wir benutzen hier wieder eine Bombe und zwar am besten hier. Putz, da haben wir oben sozusagen jetzt gerade alle abgeholt. Sehr starke Sache. Hinten würde ich das eine Ding hier wegmachen, dann einen Repeater hinmachen. Dann schießt der hier unten ganz ordentlich die Sachen weg. Wir spielen sogar ohne Dings gerade. Ohne die Walnuss. Normalerweise benutze ich immer die Walnuss, aber heute habe ich irgendwie keine Lust. Jetzt habe ich da wieder eine Münze verpasst. Oh Mist. Da oben ist nochmal ein Shroom. Da muss ich auf jeden Fall wieder diesen Shroom, den Puff Shroom oder Fume Shroom heißt der. Genau, den muss man da verwenden, damit der da Hauptsache dieses blöde Schild da wieder wegmacht. Weil tatsächlich ist es der Einzige, der tatsächlich benutzt werden kann gegen diese Schildtypen. Ist unglaublich schlimm. Das Gute ist aber, man kann tatsächlich den Typen schon besiegen. Oh nein, Mist. Warte mal, da kommt wieder ein Repeater-Typ. Okay, der springt da drüber. Ich hoffe nur, dass der jetzt irgendwie geholt wird. Oh, der hat schon wieder angefangen zu fressen. Sehr krass. Ja, diese Springer-Typen, ne, die sind schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber wir holen da auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr was rein. Ich würde hinten vielleicht schon mal ein bisschen die Gräber wieder abfressen. Ach, guck mal, da wird unser Fume Shroom, glaube ich, sogar gleich von dem angegriffen. Aber er hat ihn gerade noch geholt hier oben. Oben ist wieder einer. Oh Mist, da können wir auf jeden Fall kurz mal hier die Cherry Bomb verwenden. Ist ein bisschen zu stressig gewesen in der Situation gerade. Oh Mist, schon wieder so ein paar Springer, die hier wieder herkommen. Okay, warte mal, wir holen uns mal hier nochmal einen Grave-Typen. So, mal gucken. Der springt da jetzt drüber, ist nicht schlimm. Ich werde jetzt sozusagen ein bisschen Sonne sammeln. Oh, jetzt habe ich aber nicht genug Sonne. Jetzt habe ich aber nicht genug Sonne. So, ich muss überall unbedingt diese Schießer hinbekommen. Diese Double-Schießer, die sind schon ganz wichtig. Oh, und hier in der Mitte haben wir auch ein kleines Problemchen. Da haben wir ein kleines Problemchen. Da habe ich jetzt tatsächlich noch nichts richtig da. Da kommen wir gerade durch. Jetzt habe ich hier nur noch einen weiteren Fuse Room, den ich hier wieder verwenden kann. Ich hoffe nur, dass der den jetzt abholen kann. Ich darf keine weiteren Gravebuster. Oh mein Gott. Er kommt durch. Nein.
nein! Oh mein Gott, ich möchte da keine Dings einsetzen. Ich muss den Repeater eigentlich einsetzen. Okay, ich lasse ihn durch. Aber warte mal, nein, ich darf ihn nicht durchlassen. Wenn ich ihn durchlasse, dann zerstört er doch alle meine Pflanzen. Nein, 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 nein! Nein, es ist das erste Mal, dass einer durchkommt! Nein! Okay, gut. Jetzt habe ich bei einer Sache ein bisschen verkergelt. Ist nicht schlimm, ich werde oben und unten jetzt sozusagen... Da unten mache ich auf jeden Fall die Bombe hin. Oh mein Gott, der Explodator! Da habe ich gerade, glaube ich, 10 Stück auf einmal geholt. Das war gerade eine krasse Sache. Hier den Gravebuster nochmal kurz hinmachen. Okay, da haben wir gerade wirklich mit der einen Cherry wirklich fast alles geholt. Meine Güte, das war gerade absolut crazy. Wirklich, absolut. Das waren so viele Zombies auf einmal, die wir damit getroffen haben. Das habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Das war unglaublich sogar gerade. Keeps track of all plants and zombies you encounter. Okay, das heißt also, wir haben also ein Buch gefunden, ne? Was uns alle Pflanzen... Oh mein Gott, gibt es viele Pflanzen, ne? Oh nein, jetzt habe ich schon zugemacht. Oh nein, du bist es schon wieder. Hey, willst du mal ein Spiel spielen, das heißt Wag a Zombie? Wag a Zombie? Das ist zufälligerweise mein absolutes Lieblingsspiel. Nein, ist es nicht. Aber was ist Wag a Zombie? Es ist so wie Squirbos jagen. Was sind Squirbos? Weißt du, diese komischen Dinger, die so ein bisschen mit so Fur sind, also mit so Fell, ne? Und die sind so in deinem Boden drin. Also du meinst so Maulwürfe-mäßig wahrscheinlich. Also, du hast statt einer Schaufel hast du so einen Hammer. Ach so. Und dann heißt es, du gegen... Dann heißt es, ja, okay. Du gegen den Maulwurf. Okay, ich habe verstanden. Oh mein Gott. Nein, schnell. Weg mit den Zombies. Oha, die sind ja voll schnell. Die kommen hier einfach aus diesen Gräbern raus. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Was kann ich hier machen? Ich muss hier die Gravebuster verwenden, ne? Damit ich hier die Graves kaputt machen kann. Dann kommen da weniger Zombies raus. Also es lohnt sich schon, diese Gräber zu verwenden, ne? Weil desto weniger Gräber zur Verfügung stehen, desto weniger Zombies kommen da raus. Das darf man natürlich nicht vergessen, ne? Münzen, Sonnen. So, wir bitte einen weiteren Gravebuster bitte einsetzen. So, es ist immer wieder dasselbe Prozedere, muss ich sagen. Also wir müssen immer darauf aufpassen, dass weniger von diesen Grabsteinen da sind, weil die Grabsteine, die sind ja wirklich dafür da, da kommen die Zombies manchmal so unerwartet raus. Wisst ihr, ich meine so wie jetzt gerade. Nur, dass sie jetzt viel, viel schneller rauskommen, als sie normalerweise rauskommen. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, what the fishery do? Woher kommen die jetzt auf einmal? Das ist zu viel, das ist ein bisschen zu viel. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Opa. Den schönen Nachmittag mit Zombies verprügeln verbringen, das ist eine schöne Sache. Ah ja. Ich kann es euch gleich zeigen, wenn ich jetzt gleich nochmal so ein Ding abmache. Hier, zum Beispiel, ich mache den hier weg in der Mitte. So, und jetzt wird gleich ein neuer wachsen. Guck, da, habt ihr es gesehen? Da ist einfach rechts jetzt nochmal ein neuer gewachsen. Es lohnt sich gar nicht, diese Dinger abzubauen. Es kommt immer ein neuer raus. Oh, die müssen alle schön hinten bleiben. Das heißt, wenn man vorne einen hat, dann muss man die nach hinten bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Damit die Zombies immer einen längeren Weg haben. Und was ist das für ein Pilz? Ist das hier ein neuer Megapilz? Das sieht für mich nach einem absoluten Regenbogenpilz aus. Makes a zombie fight for you. Okay, damit können wir einen Zombie extra hypnotisieren, damit der extra für uns kämpft. Na, das müssen wir mal ausprobieren. Oh mein Gott, what the fish? Ein Football-Zombie? Was ist ein Football-Zombie? Wir wissen gar nicht, was der macht. Oh, wow, wow, wow. Okay, Leute, das bedeutet für uns... Den Sunshroom, den Mini-Shroom, den Fume-Shroom, den Hypno-Shroom. Ich würde jetzt nicht den Gräber mitnehmen. Der Gräber ist nicht so nice. Man könnte allerdings vielleicht hier eine Walnut nochmal mitnehmen. Könnte man machen eigentlich, gell? Ja, komm, nehmen wir eine Walnut noch mit. Und dann schauen wir mal, was der Hypno-Shroom richtig macht. Oh, schon sehr viele von denen. Vielleicht hätten wir ihn doch mitnehmen müssen. So, ich hoffe nur, dass wir... Oh, aber man muss schon sagen, der hier ist schon sehr nah. Das heißt also, wenn wir da etwas hinplatzieren, ist der Zombie direkt hier vor Ort. Das ist schon echt zu viel. So, ich hoffe mal, dass da jetzt keiner sofort so rauskommt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nur nicht, wo der erste Zombie immer wieder rauskommt. Wenn man... Ah ja, da unten. Okay. Das heißt also, hier am besten schon mal einen hin. Dann kann er direkt schon mal losschießen, wenn der auf einen zukommt. Ah, ich hätte vielleicht doch diesen Grave-Dings mitnehmen müssen, weil der hier, der stört mich schon sehr. Wenn da gleich ein Zombie rauskommt, ist der auf derselben Höhe, wo es bei mir normalerweise anfängt. Und deswegen habe ich dann hintenrum weniger Platz, um Sonnenenergie zu sparen. Und naja, wie soll ich sagen? Das Ganze ist natürlich nicht so einfach. So, jetzt haben wir aber mal einen Hypno-Shroom. So, theoretischerweise haben wir ihn jetzt.
So, da unten ist jetzt einer. Und jetzt gucke ich mal, was der macht. Ich platziere jetzt mal den Hypno-Shroom direkt da vorne hin. Was macht der? Ich möchte sehen, wie der Hypno-Shroom sich auf diesen Typen hier auswirkt. Ich möchte sehen, was in diesem Experiment passiert. Hypno-Shroom! Oh! Tatsächlich, Alter. Also, es ist eine einmalige Sache, so wie es aussieht, ne? Wir haben... Ich werde mal wahrscheinlich hier oben wieder einen hin platzieren. Und dann haben wir da schon mal zwei Stück. So, hier nochmal ein bisschen Sonnenenergie einsnaggeln. Guck mal, da haben wir nochmal einen. Guck mal, hier oben machen wir mal einen richtigen Shroom. Okay, unten, ne? Unten haben wir wieder einen. Da setze ich jetzt wieder einen Hypno-Shroom hin. Dann habe ich sozusagen den Footballspieler. Und der wird dann hypnotisiert und springt wieder nach hinten. Na, tada! Das ist vielleicht sogar eine gute Idee. Wir können den Hypno-Shroom dann schon öfters mal verwenden, ne? Weil dann laufen die nämlich einfach ganz chillig weg. So, ich würde vielleicht auch hier schon mal ein bisschen überlegen, vielleicht sogar einen Shroom hier sogar wegzumachen. Ne? Stattdessen hier einen Shroom hinzumachen. Ne? Dann kann ich hier nochmal vorne einen hinmachen. Oder hinten hier, damit die da mit dem fertig werden. Ne? Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen was machen. Oh, oh, da geht jetzt, glaube ich, gleich, einer gleich flöten, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Ich bin nicht so ganz im Flow gerade. Hier könnte ich wieder einen Hypno-Shroom eigentlich hinmachen, ne? Aber hier brauche ich auf jeden Fall noch einen Sonnenshroom. Hier, guck mal, Hypno-Shroom. Den werde ich sozusagen immer, wenn die weit vorne sind, dann lohnt es sich vielleicht, den einfach gleich umzudrehen, so. Und dann hat man da eigentlich alles, was man braucht. So, da kann ich jetzt leider keine Walnuss hin... Oh nein, jetzt habe ich die Walnuss schon platziert. Und jetzt ist der einfach schon dran vorbeigelaufen, ne? Unangenehme Situation. Okay. Guck mal, da läuft jetzt ein hypnotisierter Zombie auf den anderen Zombie zu. Oh, der hat ihn jetzt aber getötet. Ganz komische Geschichte. Okay, der killt hier gerade mein Dings. Okay, lol. Der hat einfach meinen kleinen Lieblingsshroom hier gerade getötet. Hier, den hypnotisiere ich auch mal. So, dann läuft der nämlich auch nach hinten, ne? Okay, ich finde den Hypno-Shroom nicht schlecht, okay? Ich finde ihn nicht schlecht. Ich muss nur sagen, dass ich hier gerade ein wenig überfordert bin. In der Mitte habe ich gar nichts. Ich hoffe nur, dass da kommt jetzt erstmal nichts. Okay, wisst ihr, wie ich das mache? Okay, einmal hier. Oh mein Gott. Okay. So, alles easy. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir hätten auf jeden Fall andere Sachen gebraucht. Den Hypno-Shroom brauchen wir. So, der Quarterback, der muss hier weg. Oh mein Gott. Mein Gott, das ist ja... Das ist eine absolute Katastrophe hier. Walnuss. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir lassen die einfach auf einer Walnuss die ganze Zeit fressen. Und hoffen mal, dass wir hier nochmal... Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Es ist ein riesengroßer Angriff. Ich muss hier einfach nur ein bisschen sammeln und dann gleich eine Cherry-Bomb bekommen. Dann komme ich hier durch. Warte mal. Ich muss hier diese Pilze wegmachen. Dann könnte ich hier einen Shroom hinstellen. Und hier stelle ich das Ding hin. Und dann schießt der den einfach ab, solange der auf die Nuss da schießt. Okay. Wir haben ihn überlegt. Oh mein Gott, was war das gerade für ein Ansturm? Das war der größte Ansturm an Zombies, den wir jemals hatten. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben wieder einen neuen Pilz bekommen. Es ist ein neuer Stangenpilz. Ich glaube, es ist ein Stangenpilz. Long-range shooter that hides when enemies get near it. Also, das ist ein Long-range shooter. Das heißt, er kann weit schießen und er versteckt sich im Boden wahrscheinlich, wenn die Gegner kommen. Das heißt, vielleicht kann der gar nicht getötet werden. Oh mein Gott, das ist ja so cool. Deswegen nehmen wir den mit. Wir werden uns auf jeden Fall auch einen Hypno-Shroom mitnehmen. Selbstverständlich werden wir uns auch einen Puff-Shroom mitnehmen, weil die nichts kosten. Selbstverständlich natürlich auch die Sunflower. Beziehungsweise nicht die Sunflower, sondern die Sun-Shrooms. Die sind natürlich viel besser. Fume-Shrooms werden wir auch brauchen, weil hier manche Leute mit Türen mit dabei sind. Und ich würde auch mal sagen, ein Repeater kann man sich auch mal gerne mitnehmen. Und die Nüsse. Nüsse sind immer ganz gut. Ah, wobei, einen müssten wir davon vielleicht doch nicht mitnehmen. Vielleicht den Hypno-Shroom doch wieder zurücklegen und stattdessen vielleicht doch nochmal die Kirschbombe mitnehmen. Weil ohne die Kirschbombe geht nichts. Und ich muss sagen, desto mehr Auswahl wir an Pilzen bekommen, desto schwieriger wird das Ganze. Oh Mann, sind das viele von diesen Grabsteinen hier. Meine Güte. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz simpel an, okay? Wir platzieren unsere Sunshrooms einfach so, wie wir sie brauchen, ne? Und werden jetzt einfach erstmal ein bisschen Energie sammeln, okay? Erstmal überall so ein paar von diesen normalen Shrooms hin. Die reichen für den Anfang meistens immer aus. Das heißt also, da haben wir ein bisschen Puffer, ein bisschen Pause. Perfekt. Ich habe einen ganz richtig gesetzt dort, wo einer steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Fläche uns hier ausreichen wird hinten, ne? Aber wir werden mal gucken. Weil dieser Grabstein hier, der gefällt mir ganz besonders, ne? Ich weiß nicht, den können wir auch nicht entfernen, weil ich nicht den Grabstein entfernen
Entferner mitgenommen habe. So, was vielleicht aber genutzt werden kann jetzt, was vielleicht auch interessant sein könnte, ist dieser Scaredy Shroom. Weil der kann ja sozusagen immer schießen und der kann ja nicht sterben. Das ist ja das Interesse. Oh, 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 doch, der kann sterben. Oh, what? Der Scaredy Shroom? Okay, ich verstehe. Der Scaredy Shroom ist eher einer, der hinten steht. Ich verstehe, das ist eher einer, der hinten steht. Also, wir werden, glaube ich, die Scaredy Shrooms sozusagen einfach hinten stehen lassen. Oh, und die können richtig weit schießen sogar. Gutes Zeichen, weil damit können wir jetzt nämlich unsere Aufstellung ein wenig anders machen, ne? Und können die Shrooms sozusagen hinten haben. Gute Sache, ich verstehe. Okay, ich glaube, ich werde jetzt erstmal auf jeder Seite dann auch noch mal so ein Long Range hinpacken, ne? Weil der kann dann schon sehr früh anfangen zu schießen, obwohl er ganz weit hinten steht. Und hier vorne haben wir dann die Unterstützung, dass wenn es mit so einem Hut kommt, so ein Zombie, dass er natürlich nicht durchkommt, weil alleine schaffen die das meistens nicht, aber zu zweit geht's. Deswegen sind wir da gut aufgestellt. So, ich mache überall... Oh, kriegen die denn jetzt eigentlich? Oh Gott, die schaffen es nicht, Mann. Also mit einem Hut kommen wir da nicht durch. Okay, da geht dann tatsächlich einer flöten, ne? Naja, platziere ich jetzt gleich einfach wieder 9 hin für 0. Die kosten jetzt natürlich gar nichts. Das ist so abgefahren, Alter. Der kostet einfach gar nichts, dieser kleine Pilz. Einfach 0. Das ist so der beste Preis, den es eigentlich gibt, Mann. wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Fume Shroom. Den würde ich dann dementsprechend natürlich vorne platzieren an den Stellen, wo wir ihn brauchen, ne? Damit wir sozusagen ein bisschen extra Power haben, ne? Eigentlich müssen wir ihn nur dann benutzen, wenn eigentlich ein Schild da ist. Aber ihr wisst ja, manchmal... Oha, Alter, jetzt habe ich hier sogar 3 Stück und er trotzdem angebissen da. Abgefahren. Also da muss man schon sagen, da sind die Monster gerade wirklich, als ob die stärker geworden sind. Ich sag's euch. Ich würde, glaube ich, auf diese 200er hier sparen, ne? Da haben wir nämlich auch ein paar 200er hier mit dabei. Da haben wir einen Long Range, einen ganz vorne, der sozusagen ein bisschen was wegstecken kann. Und dann dementsprechend auch immer einen Long Range mit dabei. Den können wir uns dann immer mit reinholen. Also ich finde es gut, dass der halt so weit schießen kann, weil der fängt immer so früh an. Bei dem hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der wirklich gut ist, außer gegen diese Typen mit den Schildern. Weil ich habe das Gefühl, der macht nicht so viel Schaden. Oh, da kam gerade Geld rein. Die lassen ja auch noch nebenbei Münzen fallen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Na, dementsprechend sammeln wir hier noch ein bisschen mehr. Oh, jetzt muss ich auch überlegen. Ah, Huge Wave of Zombies. Ich werde jetzt mal... Oh, warte mal. Vielleicht sollte ich da sogar lieber meine Sonnenenergie sparen und vielleicht doch lieber eine Cherry Bomb nehmen, um dann mehrere auf einmal zu holen. Ey, da ist dieser Pinke, den wir mal gebaut hatten. Oh mein Gott, der ist so witzig. Okay, da werde ich jetzt gleich... Ich warte noch mal ein bisschen ab, bis ich da ein paar habe. 3, 2, 1. Bombe ist platziert. Top. Okay, schönes Ding. Da sind sehr, sehr viele gegangen. Die sind in den Urlaub kurz gefahren. Oh, okay, da haben wir tatsächlich jetzt den ersten Kandidaten, ne? Wo wir eigentlich den Fume Shroom brauchen, ne? Ist jetzt so, schaffen wir aber, alles easy. Haben wir jetzt einen zweiten Fume Shroom hier. Also die vorletzte Reihe bei uns, die ist wirklich richtig gut, Mann. Da kann man schon nichts gegen sagen, ne? Da haben wir nämlich jetzt wirklich nur Angriff die ganze Zeit. Angriff über Angriff über Angriff. Unten sieht schon besser aus, okay. Hier die zweite Reihe von oben. Ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ein bisschen schwierig. Ich brauche da jetzt noch ein bisschen mehr Sonnenenergie. Da kommt mir die Energie nicht schnell genug. Da muss ich vielleicht sogar sagen, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir nicht die 200er mitgenommen hätten, ne? Sondern nur die 100er. Weil es ist wirklich schwer, hier an Energie zu kommen, ne? Da würde, glaube ich, der ganz normale Shooter sozusagen reichen. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie stark die Pilze eigentlich sind. Das ist die Frage. Man hat keinen Wert, wo man sehen kann, wie stark jemand ist. Oh Gott, okay. Da brauche ich jetzt den Fume Shroom. Oh, oh, das wird hier eine böse Geschichte werden, ne? Oh mein Gott, ich brauche eigentlich überall Fume Shrooms. Das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Jetzt frisst er den sogar da auf. Ich hoffe, die schaffen den. Ich hoffe, die schaffen den. Oh mein Gott. Unten werden sie ihn auf jeden Fall schaffen, ne? Ah doch, da haben sie ihn auch geschafft. Okay, sehr gut. Dann platziere ich hier vorne. Wisst ihr was? Ich platziere jetzt auch einfach wieder so ein Scared sozusagen hierher. Dann ist es in Ordnung, okay? Dann habe ich nämlich schon weitere, die sozusagen... Also wenn ich jetzt statt diese kleinen Pilze einfach die großen immer nehme, ist es, glaube ich, viel simpler. Oh mein Gott, ich brauche wieder die Energie. Ich setze hier oben einen Repeater hin. Der hilft dann beim Schießen. Das wird schwierig. Aber ich glaube, die schaffen das. Das sind 4 Stück, die da schießen können. Ist nicht... Ey, wirklich? Ist keine schlechte Aufstellung. Das ist hier keine schlechte Aufstellung so. Wir haben jetzt eigentlich fast überall immer Angriffe. Guck mal, der da wird gut abgeschossen. Oh, da kommt ein Rugby-Man. Mal gucken, ob die den Rugby-Man auch schaffen, ne? Ich hoffe es mal. Oh Gott, der Rugby-Man kommt. Oh Gott, Hilfe! Was mache ich da? Ich setze da eine Walnuss hin. Der soll die Walnuss essen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Rugby-Man. Ich glaube, der ist stark. Da sind die Pilze ein bisschen zu schwach für. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde vielleicht sogar sagen,
Wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen Sonnenenergie. Oh, da ist wieder eine Kirsche. Ich glaube, wir sollten uns die Kirsche lieber aufsparen und lieber weise wählen. Weil wir haben jetzt hier überall diese Schildzerstörer. Hier auf der zweiten Reihe, da wo der Rugby-Spieler gerade... Alter, diese Nuss war eine richtig gute Investition, weil der stirbt ja kaum, dieser Rugby-Spieler. Ist ja unglaublich. Guck mal, der hat einfach fast die ganze Nuss gegessen. Oh mein Gott, einfach fast die ganze Nuss. Okay, so jetzt müssen wir gucken, ne? Ich hoffe, hier in der zweiten Reihe, da darf jetzt kein Schildmann kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, ich verstehe. Okay, sehr gut. Okay, okay, okay. Ich platziere. Oh mein Gott, die war gar nicht gut. Okay, Leute. Es wird gerade eine heftige Sache. Aber ist okay, wir kommen durch. Da ist kein Schildmann. Schildmann haben wir da. Okay, wir haben ein paar von denen auch gut tot bekommen. Ich würde hier dann nochmal einen Repeater hin platzieren. Der kann dann nochmal gut mitschießen, ne? Oh mein Gott, diese zweite Reihe ist ja richtig brutal. Aber ey, hey, es sah brutaler aus, als wir dachten und wir haben es geschafft. Das war gerade nicht schlecht. Und das hier ist der Bloom Doom Cedo. Temporarily immobilizes all zombies on the screen. Okay, das bedeutet also, dass er für kurze Zeit einen Freeze macht. Sprich also, er friert alle ein. Und dann können die sich eine lange Zeit... Oh mein Gott, da ist ein Disco-Zombie. Oh mein Gott, nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, der Disco-Zombie... Lass mal lesen, was der macht. Was macht er denn? Not encountered yet. Okay, das heißt, wir haben den bisher noch nicht getroffen. Das heißt, wir wissen nicht, was er tut. Okay, ich würde sagen, auf jeden Fall Sonnenshroom. Okay? Ich glaube, wir brauchen auch einen Gravebuster diesmal. Oder? Brauchen wir ihn? Ich würde ja sagen. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann können wir auch eigentlich wieder diesen Scaredy Shroom nehmen. Ich würde vielleicht sogar den mitnehmen statt den kleinen. Der Puff Shroom ist natürlich nicht schlecht, aber den haben wir nicht mehr gebraucht am Ende. Man braucht nicht den Puff Shroom und den hier beide gleichzeitig, weil der ist auch günstig. Der kostet zwar gar nichts, aber der ist günstig und der ist besser. Viel besser eigentlich. Dementsprechend nehmen wir den mit. Dann auf jeden Fall den Ice Shroom, um das mal auszuprobieren. Ja, den Repeater, den nehme ich schon mal mit. Kirsche auf jeden Fall auch. Und jetzt die letzte Wahl. Die letzte Wahl fällt bei mir selbstverständlich. Ah, hier gibt es keinen mit Schild. Also können wir uns hier eine Walnuss wieder mitnehmen. Die Walnuss, die rettet einem manchmal schon den Arsch. Muss man schon sagen, und die ist auch nicht teuer. Die ist nicht teuer und die ist gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Oh Mann, jetzt sind hier gar nicht so viele Gräber. Gräber. Oh Mann. Das ist ja voll blöd. Jetzt haben wir nicht so viele Gräber hier. Und auf einmal ist es... Oh, also ich muss schon sagen, das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, hier sind jetzt mega viele von diesen Gräbern. Und dass ich jetzt hier schaufeln muss. Jetzt habe ich mir dieses Gravebuster-Ding mitgenommen. Und was habe ich jetzt davon? Gar nichts. Okay. Oh, oh. Okay. Alles klar. Ich bemerke übrigens auch, dass es auf jeden Fall nochmal anders ist, wenn man nicht die kostenlosen Sachen hier hat. Ich brauche auf jeden Fall hier nochmal einen. Ich muss schon sagen, wenn man diesen kostenlosen Shroom hat, dann ist der Anfang ein bisschen leichter. Aber ich würde sagen, auf das Ende hin gesehen, ist es besser, wenn man überall so ein Ding hier stehen hat und man sozusagen den Anfang ein bisschen schwieriger macht. So, schaut euch diese Position an. Vorne überall die Weitschussdinger, hinten die Sunshrooms, okay? Sunshrooms sehr... Oh mein Gott, da ist der Disco. Oh, 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 oh. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Junge, der Dance? Der Dance einfach? Oh mein Gott, damit hätte ich niemals gedacht. Oha, das sind ja voll viele, Mann. Oh, oh. Okay, freeze. Freeze. Okay, eingefroren. Okay, freeze, freeze, freeze. Der braucht ein bisschen mehr Zeit, um den Typen hier zu holen. Oh mein Gott, was? Oh, man muss den schnell holen. Oh mein Gott, Leute, man muss den schnell holen. Oh nein, oh nein. Da eigentlich bei diesem Disco-Typen hier braucht man... Also ich brauchte auf jeden Fall jetzt erstmal einen zweiten von denen, damit die... Nein, der hat sich jetzt eingebaut, weil der kurz davor ist, den anzugreifen. Oh nein. Bitte holt ihn, der darf nicht noch mehr rufen. Nein! Oh mein Gott! Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Mann. Niemals. Das ist einfach der Disco. Der Disco-Man. Oh mein Gott, ich brauche eine Kirsche. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Fünf. Ich brauche noch fünf Energie. Fünf. Gib mir doch bitte einer von denen. Schnell. Dahin. Oh. Junge, ein Glück. Ein Glück.
Oh mein Gott, ich habe jetzt wirklich gerade gedacht, ich glaube, ich verliere. Ich habe wirklich gerade gedacht, ich verliere. Der ist ja übertrieben stark. Der ist ja übertrieben stark, wirklich. Oh mein Gott. Warte mal, hier nochmal einen. Okay, ich platziere dem einfach immer eine Nuss hin. Mit einer Nuss geht das klar. Ich schwöre euch, diese Nuss ist wirklich das Beste, was es gibt. Der Ice Shroom, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass der 75 kostet, ich glaube, wenn da so eine Welle kommt... Ey, ich habe das Gefühl, ich habe mich kaum aufgebaut. Kann das sein? Ich hab kaum... Ey, warum hat der sich denn jetzt hier eingegraben und kommt nicht mehr raus? Was soll denn das? Hallo? Der hat sich da eingegraben und der kommt nicht mehr raus zum Kämpfen. Der hat Angst. Oh mein Gott. Okay. A huge wave of Zombies. Oh Gott, Leute. Ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig von diesen Angreifern. Ich habe zu wenig von den Angreifern, Mann. Oh mein Gott, da ist wieder so ein Disco-Man. Okay, okay. Okay, der Disco-Man ist tot. Ey, jetzt kommt nochmal der Shroom. So, der hat nochmal alle eingefroren. Da unten ist auf jeden Fall viel los. Oh mein Gott, Leute, ich habe so Angst. Ich brauche nochmal gleich den... Okay, vielleicht war es doch nicht schlecht. Ey, vielleicht war es doch nicht schlecht, Leute. Dieses Einfrieren ist für diese letzte Runde, dass die jetzt alle viel, viel langsamer sind und wir viel zu wenig Geld haben, ist es richtig gut eigentlich. Also ist der Ice Shroom doch richtig gut. Ganz besonders fürs Ende. 75, aber er hat einen langen Recharge. Aber schaut euch das an. Wir haben es jetzt einfach geschafft. Oh mein Gott. Was ist das? Der Blumen Doom Sedo? Yo, Doom Shroom. Er zerstört ein riesiges Areal und lässt einen Krater hinter sich. Oh mein Gott, was? Crazy. Leute, was ist das denn für eine Folge gewesen? Leute, das war ja krank. Okay, aber ich würde sagen, für jetzt sind wir erstmal durch. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Haut rein, Leute, und ciao.